Hallo und herzlich willkommen zurück bei Team Who Knows. Heute ist der 19.12.2018. Wir sind bei Episode 1, ah, Episode 6, Staffel 1. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Geht auch in die Schweiz zum Luca Toni. Grüß dich, Luca. Guten Abend zusammen. Servus. Und nach Deutschland. Somit ist das Dreiländereck wieder komplett zum Dimitri. Servus, Dimitri. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Und Shoutouts auch an alle User im Chat, an alle Hörer, an alle Seher, an alle Schreiber. Ein grüß, ein schönes Hallo an euch. Weihnachten steht vor der Tür. Ho, ho, ho. Seid ihr auch schon im Weihnachtsstress? Habt ihr schon alle Geschenke? Hm, zum Teil. Hat, hat der Amazon Boote also noch nicht geliefert oder was? Genau. <laughs> jetzt, jetzt hast du den Scherz voll, keine Versaut. Ja. Also bei mir stehen am Weihnachten immer die drei Könige vor der Haustür. Der Bote von UPS, von Hermes und von DHL. <laughs> Ich habe ich hab jetzt gerade ein Paket bekommen von der Nachbarin. Der DHL-Bote von, von Amazon hat das bei mir in den obersten Stock unter eine Fußmatte gelegt bei der Nachbarin. Und sie kam gerade runter und sagt, das lag unter meiner Fußmatte. Ich so, was? Also, die dürften auch nicht so die verlässlichsten sein oder mittlerweile auch drauf, drauf scheißen, mittlerweile zur Weihnachtszeit, was ich u. verstehen kann. habt ihr wirklich bestellt. Ja, haben Bestellt sie die, hab, die meisten Sachen mittlerweile im Netz? Ja, also ich habe, was ich persönlich habe, schon persönlich selbst irgendwo im Einkaufsender gekauft. Das also ein ich habe die meisten Sachen persönlich. im Netz bestellt. Ja, ich auch, ich auch. Ich muss zugeben, dieses Mal war es eine Amazon-Runde. Gibt es eigentlich diese Streiks in Deutschland bei, bei Amazon? Haben die nicht gesagt, sie streiken? Haben sie das jetzt äh, durchgezogen, Weiß das wer? Ich glaube nicht, oder? Also nicht, dass ich wüsste. Hm. Ich... Ja, also, ich habe es auch mitbekommen, dass es angeblich ein Streik geben könnte, aber bis jetzt irgendwie noch nichts auf dem Radar. Ja, die nee, aber Amazon, die Mitarbeiter von Amazon, die haben relativ häufig an irgendwelchen ja, wichtigen Tagen gestreikt, wie zum Beispiel an Ostern oder an Weihnachten, wo es tatsächlich ums Geld geht bei ja. Amazon. Ja, wo es die meisten Impact halt haben. ne? Ja, ja. ja würde ich auch so machen. Ja, die, Weihnachts-, die Weihnachtszeit. Der Insari Monk schreibt gerade, Weihnachten fällt dieses Jahr aus, habe innerhalb von fünf Monaten meine Eltern verloren. Ähm das mein Beileid, mein, 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 mein Beileid. Auch wenn es vielleicht ein schwacher Trost ist, nimm, nimm vielleicht die Zeit, um, um, um nach, nach, nach innen zu gehen und ein bisschen zu, zu reflektieren und solche Mal so. Sie in deine Gefühlswelt einzubeziehen. Wirklich weg sind sie ja nicht, also wünsch, wünsch da alles Gute, Kopf hoch, Kopf hoch. So zu so blöd es klingt, da müssen wir alle durch, irgendwie. Mhm. Ja, ich wünsche auch viel Kraft. Ne? Lass sie nicht runterkriegen, auf jeden Fall, Kopf hoch. Gut, ja, Weihnachtszeit, also ich muss sagen, ich versuche mich von Jahr zu Jahr mehr davon irgendwie abzuschotten. Also ich habe es wirklich geschafft, kein einziges Weihnachtslied noch zu hören. Ich habe kein Radio verwendet, ich habe keinen Fernseher und ich bin echt clean. Also wenn mir nicht jemand sagt so tut nächste Woche ist Weihnachten, habt das ihr geschafft? Wer von euch, wer wer von euch hat dieses das klassische ich glaube von Wham war es, oder? Das den Christmas den klassischen Christmas Song hört im Radio? Do you know it's Christmas time? Okay. Ja, ja. Hat es irgendwer geschafft? Schreibt es mal, mal kurz in den Chat. Uh, Plus oder Minus, ob ihr es ob gehört habt oder nicht. Ich meine, ich werde es jetzt nicht einspielen, keine Sorge, schon allein wegen den Copyright Claims. Ich glaube, das ist nur die, die ersten paar Beats. Zack, hast du schon Strike mittlerweile. Wer, wer hat es geschafft? Haltet ihr euch eher fern von den ganzen Dingen? Oder gehört das zur, zur Weihnachtsstimmung dazu? Also, ich kenne ziemlich viele Leute, für die das Weihnachtsfest an sich direkt gekoppelt ist mit den Songs, die darüber gestülpt sind und die dazugehörigen Emotionen. Wie ist das bei euch? Also, ich habe es tatsächlich geschafft, den ganzen Weihnachtsliedern aus dem Weg zu gehen. Yeah. Yeah. Und fühlt es yeah. sich jetzt besser an? Äh, das würde ich nicht wirklich sagen. Also aktuell ist Weihnachten momentan ein Feiertag, der relativ schnell auf mich zufliegt und der genauso schnell auch wieder weg sein wird. Hm. Also ich, ich würde sagen so ein bisschen zweiteilig. Einerseits ja, aber einerseits ich nehme es so wie es kommt. Also ich mache mir da jetzt nicht irgendwie einen großen Plan, dass ich da irgendwie komplett ich isoliere sozusagen von dem ganzen Zeugs. Ja, aber ist Weihnachten ist, ist Weihnachten nicht so ein Familienfest, wo man die Eltern besucht, wo man besinnlich äh, an einem Kaminfeuer zusammensitzt? <lacht> ja. <lacht> Da war wieder mal mein Mikro verstummt. Ähm, ich muss sagen, die We Weihnachten hat sich irgendwie verändert. Wenn ich zurückdenke, als Kind habe ich mich noch so gefreut auf Weihnachten und da war noch dieses, jeder der Weihnachtsmann bringt Pakete und da ist man noch mit der Familie zusammengesessen. Aber wenn ich mit Menschen sch schreibe oder spreche, wirkt es für mich so, dass Weihnachten mittlerweile so ein. Die Menschen sind in ihrer selbst. Alles sind so, sie müssen wahrscheinlich was besorgen, es läuft in die Zeit weg, sie organisieren immer später ihre, ihre Geschenke. Es geht eigentlich nur mehr darum, oder anscheinend in der Gesellschaft, darum, dass man, sage ich mal, diese Einkaufsliste, diese Wunschliste abhakt und bei Amazon bestellt. Und das Zusammensitzen, sage ich mal, mit Eltern und Schwiegereltern ist dann eher so ein, naja, gehört halt, muss halt getan werden, anstandshalber, aber so richtig, dass man sagt, man freut sich jetzt da mit, mit Eltern oder Schwiegereltern oder seiner Verwandtschaft zusammen zu sitzen, ist eigentlich nicht mehr so im Vordergrund, oder? Wie jetzt hier das? Mm. Ja, das Ding ist ja einfach, eigentlich ist, äh, ist ja auch gedacht, dass man auch wenn es nicht Weihnachtszeit ist oder so, dass man ja auch trotzdem die Familien eigentlich <laughs> besuchen dürfte, ne? oder einfach sonst Geschenke ähm, zum Beispiel auch den Menschen, mit Menschen, die man auch liebt. Und irgendwie fixieren sich so alle auf diese Feiertage, um nur dann etwas zu geben, weil natürlich Weihnachten ist und dann hat man wieder ein Jahr sozusagen Ruhe. Ja. Und das ist eigentlich der Schade daran, finde ich, weil eigentlich ist ja nicht ein Tag nur da, um etwas zu beschenken und zu sagen, wie man sich liebt und dann hat man für einen Tag, äh, für einen Tag vor <laughs> für ein Jahr wieder Ruhe. Ähm, du meinst bis ja. Ostern? Ja, genau. Oh, Ostern kommt auch. <laughs> Der Hoppelhase. <laughs> genau. Ja, wie siehst du das Ding? Findest du auch, dass das ein bisschen was zu klischeehaft wurde, dieses ganze Weihnachtsfest? Äh, ich... Naja, das ganze Weihnachtsfest, das basiert ja quasi auf einem Klischee. In Anführungsstrichen. Hm. Also, die katholische Kirche würde mich jetzt exkommunizieren. Wärst du katholisch? Aber. Äh, <laughs> Mach nix. <lacht> Wenn? <lacht> Wenn. Ähm, aber die, die Weihnachtszeit ist für mich auch irgendwie so ein bisschen die Zeit, an der man zur Ruhe kommt, an der man äh, irgendwelche Verwand Verwandten besucht, Bekannte besucht und ähm, ja, dass die Zeit zu verbringt wie man es selbst möchte und nicht vom Terminkalender getrieben wird. Ja, ja auf alle Fälle, das sehe ich auch. So, der Max Mustermann hat im, im Chat durchgeschrieben, Weihnachten kann im eigenen Herzen stattfinden. Es ist die Betrachtung des alten Jahres und danach die Geburt neue gedanken und Gefühle für das kommende Jahr. Ich glaube, das ist auch so der, der Ursprung von dem Gedanke. Abschluss mit dem, mit dem alten Jahr, dann kommt E-Silvester eh und das Neue und dann startet man, sage ich einmal, dass man den ganzen Ballast abwirft im alten Jahr und dann voll durchstartet im neuen. In die Richtung. Ja, ja so ich's auch. Ja. Die Frage ist, was können wir dieses Jahr abwerfen an Ballast sozusagen? Ich meine, wir haben, das letzte Mal haben wir uns gesehen vor, vor zwei Wochen. Letzte Woche war ja der, der Gaststream mit dem Max vom Hyperraum. Habt ihr reingehört? Luca, Luca, Dimi? Ja, da. Luca? Mhm. Wie, mhm. wie habt ihr es ihr gefunden? Was zu abgespaced? hinter Max und ich in, in Dimensionen mhm. vorgedrungen, die nie zuvor ein Mensch gesehen hat. <laughs> es für war schon ein bisschen Menschen abgespaced. Jetzt... Ja, also für, ich sag's mal so. Es war, oder also sagen wir, für gewissen Menschen könnte es ein bisschen, ein bisschen in Klammern mal, und so ein bisschen verwirrt gewesen sein, weil es einfach mit diesen ganzen, ich nenne es mal, Informationen noch nie gehört habt ja. und das ist so wie eine neue Schachtel die man öffnet und man hat keine Ahnung was sich dort drin befindet das hat etwas so hm aber ich denke das hat jedem etwas taugt weil es das ganz anders ist dass man vielleicht nicht jeden Tag zu hören bekommt und wie auch schon viele ähm, im Chat oder auch in den Kommentaren geschrieben haben es waren u dankbar dafür dass du Thomas und auch der vom Hyperraum sich da so extrem ja, über diese Thematiken äh, auch geöffnet hat gegenüber der Community. Also das ist auch ein großes Lob, dass man auch nicht Verständlichkeit darüber sprechen könnte. Ne? Ja, es ist, es, ist, es ist schwieriger. Erstens gesellschaftlich, zweitens rechtlich. Und mhm. ja, das sind halt die Haupt. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich habe euch den Link ins, in den Chat gepostet. Ähm, Hyperraum Live DMT Ayahuasca ja, und andere Erfahrungen. Also, der, der Max ist auch, sag ich mal, ein, ein, ein Psychonaut und ist viel in der Welt rumgekommen und hat viele Erfahrungen gemacht. Und wir haben darüber letzte Woche gesprochen. Diejenigen unter euch, die es nachhören möchten, ich habe es euch in den Chat gepostet. Und wir haben uns das letzte Mal gesehen vor, vor zwei Wochen. Was, was waren so die, eure Themen in den letzten zwei Wochen? Was habt ihr recherchiert? Mit was habt ihr euch so beschäftigt, Luca? Ja, also. Wie die meisten ja, glaube ich, langsam wissen, bin ich ja für den Newsticker zuständig. Und deswegen nicht unbedingt mehr, äh, weniger, oder? Oh, das hört sich, das hört sich so, so an, so. Ich, hallo, hallo, ich bin der Luca. Ich bin für den Newsticker hier zuständig. Das sollte normalerweise sein, so. Hallo, ich bin der Luca. Und ich bin für den Newsticker zuständig. Ich bin top motiviert. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten. Äh. Ja, also, nee, das dürft ihr nicht jetzt falsch verstehen, es ist einfach so, es, äh, probiere ich mir ein bisschen herauszureden. <laughs> ja, nein, komm, hau raus. Nein. Nein, ganz, nein, ganz, nein, das müsst ihr nicht so verstehen, also, es macht mir auch Spaß trotzdem noch, es gibt so manchmal ein bisschen auch Downs und manchmal so aber wieder auch Ups, weil manchmal es auch schon ein bisschen viel sein kann, von Informationsquellen hier natürlich die ganze Zeit sich damit zu befassen. Ähm, ja, und weil Thomas jetzt natürlich so angehört hat, was habt ihr so ein bisschen recherchiert und so weiter und so fort? Ähm, es sind so viele Sachen momentan am Laufen. Und wenn ich diesen news befüllen möchte natürlich mir o geben und möchte irgendwie alles ein bisschen dort rauspacken, aber ich kann nur irgendwie eine Stunde pro, also wir machen pro Stunde einen Artikel. Äh, bin ich einfach mit 20 Plus Artikeln noch nebenbei noch in meiner mit meiner Reservenbank sozusagen, weil es noch so viele Sachen gibt, die einfach gar nicht mehr reinpassen. Und irgendwie kackt mich das Sagt auch mal an, weil ich möchte irgendwie alles den Leuten so freigeben, um sie das ganze Puzzleteil irgendwie, was ich in meinem Kopf habe, mit mm. den anderen zu vermitteln. Mm, mm. Und es ist einfach zu viel. Also ich würde sagen, jetzt so ab heute würde ich sagen, diese Informationsüberflutungen ist so gravierend hoch, man dann Du kannst gar nicht alles mehr bekommen. Das ist das Klammern, dann ist man auch das Gefährliche daran, weil um viel Sachen einfach unten durch die, durch die Schublade gehen. Ne? Hm. Was mich. Ich was, weiß nicht, wie. Ja. Geht schon? Ich weiß nicht, wie es ihr gesehen habt, ob die da auch ein bisschen ja, so die Ähnlichkeiten habt wie ich oder wie seht ihr das so? Ja, was was mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich bewundere dich ein bisschen, wie du es Boah. schaffst. Äh, die ganzen Artikel zusammenzufassen in unserem News-Ticker und dabei nicht verrückt zu werden und äh, nicht, die, nicht die Hoffnung an das Gute in den Menschen zu verlieren. Mhm. Oder wo wir schon beim Thema äh, Hyperraum und Drogen sind. Was muss man nehmen, um die News aushalten zu können? Ja, Luca, <laughs> nenn uns dein Geheimnis. Ja. <laughs> Äh, das Geheimnis. Hm. Also ich sage mal Dankeschön, Timmy, für diese lieben Worte, dass du mir <laughs> sozusagen ein Kompliment gemacht hast. Weil... Aber ich nenne es ich nenn's nicht irgendwie so ein Muss, sondern es ist so für mich selbst eine Aufgabe, weil ich durch diesen, diese Artikel und allgemein diese News, die du äh, kriegst, durch nenne ich es mal Außenwelt, ähm, sehr vieles dazu und ich würde sagen, das Mittel, äh, mh, es gibt eigentlich kein gewisses Mittel, weil solange du damit, ähm, durch, durch die Informationen damit befasst, eigentlich sozusagen, gibt es immer ein bisschen Ups und Downs. Also ich denke, du kannst nicht da komplett einfach sozusagen, Glück sagt, jetzt die Augen verschließen. Und die ganze, yeah, so wie es Thomas gerade, yeah, ja, voll geil, das ist wieder so. Ja, wir sind einen Schritt das, näher das, zum Weltuntergang, yeah, lasst yeah, uns feiern, yeah. ich habe die meisten Klicks auf mein Clickbait-Video, yeah. Yeah, so, ja, genau. Weißt du, was, was, was mich noch ganz kurz in, interessieren wird, die, die Frage an, an den Chats draußen, nur, nur grundsätzlich, die meisten von euch, was ich da lese, wer da heute wieder dabei sind eh Stammhörer. Ähm, wieder mal das Spiel mit, mit Plus und Minus in den Chat für Ja und Nein. Wer von euch schaut denn den News-Ticker? Ein, zweimal die Woche. Macht's mal ein Plus oder, oder Minus. Mich würde mal wirklich interessieren, weil ich habe mit, egal, ich rede mit vielen Leuten und vielen ist es noch immer nicht bekannt, dass es sowas überhaupt gibt auf unserer Seite. Also auf Who Knows Me Newsticker findet ihr diesen Newsticker. Ihr könnt es auch natürlich alles am, am Handy gemütlich anschauen. Wer kennt denn den von euch? Die mit du zählst jetzt mal nicht. <laughs> okay, 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 okay. Aber es ist. 1, 2, 3, 4. Ja, viele Leute kennen vier. Viele Leute kennen ihn nicht. Also ich würde euch vier minus fünf minus. Also es ist ja ein Plus. Ja, yeah. Yeah. <laughs> Na, wir haben circa, ich glaube, 200, 250 Views oder so also am Tag. 250 Leute schauen sich den Newsticker mittlerweile an. Ähm, ich würde euch, würde euch empfehlen, probiert es einfach einmal aus. Ich poste euch den Link auch noch einmal rein. Ähm, euch eine gewisse Zeit über den NewsTicker eure Informationen zu holen. Also einmal wirklich mal einmal gezielt nicht durch die Facebook-Gruppen fahren und euch ein bisschen den Stress zu nehmen und einmal ein bisschen auf den Newsticker zu schauen, weil der Lukas sich da wirklich reinhängt und ich sage einmal, 80, 90 Prozent von dem, was in der Welt, egal wo, abläuft, da, da rein postet. Es sind Mainstream-Artikel, kommentarlos, also das ist das, was sie uns quasi. Vorlegen oder verkaufen möchten. Und es würde mich freuen, wenn ihr euch das einmal genauer anschaut und auch ein Feedback dazu gibt. Ich meine, der Luca, wir machen das im Moment so, wir können so Push-Nachrichten machen. Das heißt, ihr könnt es auch rechts unten, wenn ihr auf der Homepage seid, wenn ich das einblenden, ich kann es leider gerade nicht einblenden, aber ihr habt es rechts unten, da rechts unten normalerweise, eine, eine rote Glocke, das heißt, ihr könnt das abonnieren und ihr bekommt dann jedes Mal, wenn ein Artikel gepostet wird, eine Notifikation aufs Handy. Also ihr könnt euch das so eine Notification machen und im Moment ist es so, dass wir pro Stunde einen Vortrag posten. Und da geht gleich eine zweite Frage auch an den, an den Chat an euch. Habt ihr ebenfalls das Empfinden, dass die Frequenz der Nachrichten, sage ich einmal, wenn das auf einer die News von einer Skala von 1 bis 10 wert ist, dass mittlerweile die News so zwischen in dem 7- bis 10er-Bereich definitiv mehr werden, dass die Frequenzintensität zunimmt oder ist das so eine subjektive Wahrnehmung nur auf unserer Seite, weil wir uns mit dem Newsticker so beschäftigen? Wie sind das für euch? Plus oder Minus wieder? Wir haben, glaube ich, so 2, 3, maximal 4 Sekunden Verzögerung am Stream, deswegen muss man mal kurz warten. Bin gespannt, was die. Ob das nur eine Einbildung ist, so von wegen, wenn ich mich damit, wenn ich jetzt ein rotes Auto kaufe, sehe ich plötzlich nur mehr rote Autos auf den Straßen. Aber wie ist es denn für euch? Nimmt es zu oder ist es nicht so für euch? Grizzly Bear sagt: Ja, ist Wurst, die Masse an Infos nimmt zu. Benno sagt auch, es nimmt zu. Also, ich sehe das eher so, dass äh, die Anzahl der Informationen sich nicht wirklich erhöht hat. Mhm. Aber es hat sich tatsächlich die Anzahl von irgendwelchen Titel oder Schlagzeilen erhöht, die die Aufmerksamkeit von uns tatsächlich haben möchten. Mhm. 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 Ja, es ist, es ist auf jeden Fall wie so ein, so ein, so ein, so ein Spoon-Feeding. Also sie, sie werfen uns auf jeden Fall krasse Artikel raus. Also ich weiß nicht. Es wird wahrscheinlich eine Mischung aus beiden sein. Es wird eine Mischung aus beiden sein. Auf jeden Fall hat es einen Effekt, dass so kommt es mir zumindest vor. Ich, ich verwende immer das Wort hektisch. Ja, in, in fast allen Videos, die ich gemacht habe, sage ich ja, es wird, es wird, hektisch werden, es wird hektisch werden. Aber ich glaube, dass, dass es, dass die Menschen deswegen nicht ruhiger werden innerlich oder jetzt dann nicht. Die werden eher Unsicherer oder wie, wie, ist, wie, wie ist das bei euch oder wie nehmt ihr das so wahr? Also, ich ja, Luca, machen wir. Ah, okay. ähm, ja, weil, weil vielleicht hänge ich mich da noch mal rein, weil Dimitri vorne mich angesprochen hat, wie ich das aushalten kann oder wie, wie ich das ja nächstes Mal auch verarbeiten kann. Ist weil die Frage ist natürlich immer zuletzt. Ähm, wenn du, die, äh, wenn du dir die News oder allgemein so äh, Informationen an, äh, anschaust oder anhörst, ähm, ist immer die Frage so, zuletzt vom Ganzen, bringt es dir dich selbst, ne, bringt es dir dann auch ein Stück weiter? Oder eher macht es dich sozusagen negativer oder es zieht dich runter und so weiter und so fort? Und ich denke, dann muss man einfach eine Balance finden. Also wenn ich, wenn ich mir vorstelle, wenn du die ganze Zeit darauf wartest, dass die nächste Push-Nachricht kommt, wenn du dir das sogar eingestellt hast auf dem Handy, dann triggert dich das natürlich die ganze Zeit und dann ist es so eine Art fast wie eine, eine Sucht, wenn ich, wenn ich das so sagen kann. Das ist wie beim Zocken, du, oder? So, dass das Adrenalin ausgeschüttet wird auf der Suche nach den, nach den krassesten News, die mein dunkelstes Weltblick bestätigen. Mhm. Das muss es nicht mal sein. Also, ich habe tatsächlich Studien gelesen, wo die Leute tatsächlich im Büro die ganze Zeit am Outlook sitzen und die ganze Zeit auf diesen Knopf mit Senden und Empfangen drücken, um bloß keine Nachricht zu verpassen. Das scheint jetzt quasi zur Sucht geworden zu sein in Büros. Echt? Ja. Ja, und dann fragst du dich die Mittel natürlich dann. Warum wir die ganze Zeit oh, allgemein jetzt nicht mal auf uns bezogen, die sich jetzt mit diesen ganzen politischen Themen jetzt befassen, auch allgemein, das kann ja auch in ganz anderen Sparten sein, wie Musik und sonst was. Das ist ja die ganze Zeit so eine Art, mm, ein Ausschuss an Glückshormonen, wenn du so etwas dir anschaust, also wie eine Droge ne, oder wie es Thomas schon gesagt hat, um eine Bestätigung für dich selbst zu finden, dass es so ist. Ne? Du suchst nach etwas nach außen. Ja. Aber dann ist es mir auch klar, warum, vor allem jetzt in den jugendlichen Bereichen, das ganze Social Media Bereich jetzt, es immer wieder Unzufriedenheit, Unzufriedenheiten gibt oder auch Depressionen, Burnouts, weil wir die ganze Zeit von uns von diesen Sachen ja, beeinflussen bzw. tricken lassen, äh, um etwas ja, in dir probieren, eine Art Puzzleteil, ein Ganzes zu bilden, was du eigentlich schon wärst. aber du suchst irgendwie eine wie ein ja, wie ein verlorenes Puzzleteil von etwas. Irgendetwas brauchst ja. du das, also brauchst du es von außen, damit dass du die, diese diese Befriedigung hast, weil sonst würde du das nicht suchen voll eigentlich oder voll wie seht ich, ihr das? Ich ich seh, ich, ich habe das an mir ich versuche das auch irgendwie immer wieder mich selbst auch zu, zu reflektieren, wenn ich irgendwie ein Freund hat mich auch einmal gefragt, der vor kurzem erst bei mir, was sagt er, was, was willst du dort finden die ganze Zeit? Weil du so quasi, der hat nichts mit Computer am Hut, so quasi, was was, was, was gräbst du da die ganze Zeit, was erwartest du dort zu finden? Und ich wollte dir so eine, so eine oberfällige Antwort geben, habe aber kurz überlegt, innerlich mich selbst gefragt: so, ja, was ist es denn? So, sei mal ehrlich zu dir selbst. Und ich habe noch immer, ich habe mehrere Möglichkeiten, aber im Endeffekt geht es doch in eine Richtung der, der Selbstbestätigung meines eigenen Mindsets, Vorstellungen, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn es so wäre bei mir selbst, dann würde ich ja, weil ich ja, sage ich einmal, Antworten finden will, dann findet man auch immer etwas, einen Fehler dort und dort, wenn man danach sucht, weißt. Also wenn ich tief genug grab, kann ich immer überall zur dunkelsten Verschwörung, zu jedem Thema fast Connections machen, wo ich mich dann, die dritte Frage war so, Inwieweit vermischt sich das oder ist es vielleicht extrem kontraproduktiv, ist, was ich meine? Ja, also, also, aus meiner Ansicht nach ist es eigentlich in gewissen Maßnahmen kontraproduktiv, mhm. ähm, weil es in Klammern mal, ich nenne es mal in Klammern, damit es nicht falsch rüberkommt, irrelevant ist, was in diesen ganzen Sparten eigentlich passiert, weil du nicht diesen wirklich einen Einfluss hat, als es zu ändern, wenn du jetzt in diese aktuellen Politik gehst, ähm, und es sowieso so geschieht, wie es sein möge, weil ich denke, für mich persönlich habe ich so ein bisschen den Faden gefunden, dass alles irgendwie seine Gründe hat, auch wenn das du dir selbst nicht erklären kannst oder auch dir nicht bewusst ist, was da alles momentan geschieht, und diese ganze Kontrolle, die wir die ganze Zeit irgendwie durch diese Sachen ja, kontrollieren möchten, nur damit wir etwas nicht abgeben, was wir nicht verstehen oder nicht haben möchten, führt einfach zu diesem Kontrollverlust und das macht ja auch Angst. Ne? Ja, und das und alles das... noch mit, mit den Bildern und mit den Headlines und mit dem... Es ist ja so so ironisch, die... Die, die Gedankenformen in der Realität ne? und Gefühlszustände, also zumindest die Wahrnehmung der Welt, wenn du so möchtest. ja. Wenn jemand sich keine News beschäftigt und gerade super happy ist, wie das sich denkt, die ganze Welt ist toll. Und für andere, die quasi von außen zugeführt permanent die, die News bekommen, die für die ist es halt sehr leicht, dass sie umschalten in ein, in ein ganz ein anderes Weltbild, aber getriggert, sage ich einmal, durch Außen, weil jemand deine Gedankenwelt damit verfremdet, verformt. In irgendeiner, mit, mit jeder Headline oder mit jedem Bild oder mit jedem, weißt du? Äh, es, es, ja, ich ich komme auf keine Antwort. Ich komme nach wie vor auf keine Antwort, ob es besser ist, sage ich mal, um ein erfülltes, glückliches Leben zu führen, dass man diese Dinge alle ausblendet. Das ist so wie Cypher in der Matrix. So, möchte ich zurück, möchte ich alles vergessen, blende ich es einfach aus, vertraue auf meine Gedanken oder. Ist es ein, ein, ein Mittelweg? Es ist diese dieser philosophische Frage immer und immer wieder. Ich glaube, wir haben das eh schon öfters besprochen. Was spricht denn gegen beides? Naja, ich frage mich, ob du es überhaupt schaffen kannst. Also ich habe es nicht... Also ich glaube von mir, dass ich es im Moment... Oder dass nicht, ich es nichts. Ich nicht ich will so präzise wie möglich sein, noch nie geschafft habe, kann ich nicht sagen, aber ich merke schon auch Veränderungen unter Anführungszeichen selbst bei mir selbst, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftige. Ja? Das heißt, du kannst dich noch so viel, sage ich einmal, versuchen emotional von Dingen zu distanzieren. Es ändert, es fügt trotzdem, ob du es willst oder nicht, unterbewusst ein Puzzleteil einfach ein. Ja? Und vielleicht ist dieses Puzzleteil aber ein Puzzleteil, das mir jemand anderes vorgegeben hat. Weißt du, ich meine? So wie, wie Politiker oder die Staaten untereinander, sag ich mal, News raushauen, wie zum Beispiel Hausnummer Erdogan sagt, er hat Infos vom Weißen Haus, dass der Gülen jetzt ausgeliefert wird. Weißes Haus sagt dann wieder, ist, ist eine Fake News, stimmt nicht oder auch doch, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, du liest halt, hörst zum Beispiel nur diese Erdogan, diese Headline und denkst, ah passt, Weltbild, jetzt will der das ausliefern und machst deine nächsten Eventualitäten. Aber vielleicht ist das ein Puzzleteil, was nur manche Leute wollten, dass wir haben, um eben zu dem nächsten, nächsten, nächsten Schluss zu kommen, ja? So wie zum Beispiel ein Twitter Q-Account oder Channel 24 oder wie das ganze Ding da heißt, mit QAnon zum Beispiel, ja. So wer, <laughs> wer bestückt eigentlich unser Puzzle? Ja? Wie können wir das noch ausfiltern? Ja, in die Richtung. Ich, ich, ich machen selbst erst Gedanken darüber. Also ich denke einfach, zuletzt ist das Wichtigste vom Ganzen, dass wir, dass du es für dich selbst irgendwie mh, eine Balance findest von diesen ganzen Thematiken, weil es kann auch in, aus dem Ruder laufen, wenn du dich da zu fest mit diesen ganzen Informationen zuballerst, sozusagen. Ja. Ähm, aber es, es hat auch seine Gründe, warum du das auch machst, sonst wirst du es ja nicht tun. Also irgendwie. Hat es irgendwie einen Anreiz danach, dass du nach etwas suchst, also in diesen ganzen Informationsquellen? Äh, ja, 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 ja. Aber wenn du dich da irgendwie, also das kann ich jetzt nur von mir reden, wenn du dich da zu fest dran verfängst, also egal in welcher Richtung, dass du jetzt gehst von diesen ganzen politischen Themen, ähm, wird es dir, oder hat es für mich, nenne ich es mal lieber von mir aus, äh, keinen positiven Impact auf dein alltägliches Leben, weil du dann nur in diese eine Bubble lebst, hm. was diese Informationsquellen dich sozusagen ähm, beeinflusst oder nicht beeinflusst, mh, verändert, weil du dann nur noch dieses Bild siehst vor diesem Bildschirm und das hat dann Impact auf dich selbst. Ja. Ähm, es haben auch ganz kurz im, im Chat ein paar Leute geschrieben, Cat schreibt, das muss jeder für sich selbst herausfinden. Mhm. Und wo war's? Mark schreibt, ja Luca, es muss halt sein, wenn nicht man selber, wer dann? Ich glaube, da ging es auch darum, das muss jeder für sich selbst wissen. Das Smitty schreibt, Tom ist vielleicht gesteuert, um die Aufmerksamkeit von etwas ganz anderem abzulenken. Bisschen belastbar, sollte, bisschen belastbar sollte man schon schreien, schreibt CritWater70. Sonst besser Fingerfarbenabende mit Gutmenschen. <laughs> Und da eins gab es noch von der Marion Gallert. Wenn der Gedanke dir gut tut, dann ist es gut. Geht in die Richtung, oder? Also ich... Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass Fingerfarbenabende mit Gutmenschen gar nicht mal so schlecht sind. Ich weiß gar nicht, was sind Fingerfarbenabende bitte? Kann mich wer aufklären? Ich habe den Österreicher, ich weiß es nicht, Bonus. Hast du noch nie etwas mit Fingerfarben gemacht? Fingerfarben, also so ach so. Ja, du machst hier Farben. <laughs> okay, auf den jetzt Finger ist angekommen. Jetzt du mit den Fingern. Jetzt ist der Witz angekommen. Du machst so Abdrücke <laughs> von deiner Hand. Ja, super, das ist so ein, ein Teambuilding Seminar. Schön. Ja. ja. Vielleicht sollten wir das auch machen beim nächsten Treffen. Haben wir ja. das nicht? <lacht> 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 Noch nicht in der Form. <laughs> aber ich habe gehört, dass es doch ein bisschen um Farben ging beim letzten Treffen, aber egal. Das stimmt. Oh ja, das stimmt, das schon, das schon. Schöne Farben gab es auf alle Fälle. Genau. Ja. Themenspezifisch, die letzten, die letzten zwei Wochen. Luca, mit was hast du dich beschäftigt? Du hast gesagt, du hast mir du hast dich mit dem Thema, ich möchte das einmal einblenden. Ähm, der Luca hat Hunger. dann Luca, Luca hat Hunger. Luca war beim, war beim McDonalds und dachte sich so: hm, Ich habe deine News gelesen, das erste Steak aus dem Labor wurde präsentiert, wo kann ich bestellen? Oder? Wie, wie, ja. Um was geht's da, Luca? Ja, kann man es wieder in diese Richtung sagen. Also, also Hunger hatte ich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich Gedanken wollte es schaffen, eigentlich... Realität. Weil der Luca Hunger hatte und ausgesendet hat, dachte sich Matrix so: Jo, an alle Veganer und alle, die, die es noch werden wollen. <laughs> Na, Spaß beiseite. Ja, das... oh. <laughs> um was ging es da? Oder was, was ist passiert? Ja, das Ding ist ja irgendwie, ich wollte das mal, oder ich dachte mir mal, das zu bringen, was irgendwie nicht so nur etwas vollkommen Schlechtes oder also was jetzt irgendwie so, ne, schon wieder etwas, was jemand oder uns ein bisschen, ja, etwas Klammern mal negativ reinbringen könnte, sondern schon etwas etwas Interessantes, was vielleicht auch die meisten gar nicht auf dem Bildschirm haben, dass jetzt äh, vor kurzem ein Startup-Unternehmen äh, aus Israel, äh, äh, ja, ein, so wie es Dimitri auch schon gesagt hat, ein gezüchtetes, künstliches Steak aus dem Labor, äh, geschaffen hatte. Okay. Und diese Firma nennt sich Aleph Farms, wenn ich das richtig ausspreche. Ja, okay. Und das geht halt in diese Schiene. Cooles Logo ähm, aber. Wie bitte? Cooles Logo aber. Ein roter. Ja, voll, voll. Ein, ein, eine also, rote Kuh quasi, ne? also, also die Kreativität ist voll im Laufen bei diesem Logo. <laughs> Gute Marketing. Das hat schon gut gemacht, ne? <laughs> okay. Und was, was, was haben ja. die genau gemacht? Ich meine, der Werbespot ist ja ist ja wie in einer Kochshow, der ist echt gut gemacht. Wie viele Fuse hatten das Ding eigentlich schon? Naja, nicht so viel, 14.000. Und da stellen sie jetzt ihr. Wie haben sie das gemacht? Ähm, das Ding ist, die, die haben sozusagen Zellen ähm, aus äh, lebendigen Tieren extrahiert Aha. in geringen Maßen. Und aus dieser Zelle konnten sie, also sie sind noch nicht zu so 100% fertig, also es ist von einem Prototyp, aber man kann es schon bei gewissen Standorten, ich habe keine Ahnung, wo das jetzt genau ist, kann man das schon probieren. Ähm, Gab es dadurch diese Zellen, durch diese Veränderung dann auch komplette Strukturen, äh, was dann auch Ähnlichkeiten aussehen, aussehen hat, wenn man denn das kreiert, wie ihr das auf dem Video sehen, äh, wie auf dem Video sehen könnt, äh, wie Muskelgewebe und Fett und Blutgefäße. Also, durch diese Zellenveränderungen danach gibt es dann genau das auf dem Teller. Okay. Guten Appetit. Die frage ja. ist, also ich frage, ich, also ich frage auch an, an den Chat, ich habe es gerade geschrieben, wer von euch würde so etwas essen? Plus oder Minus? Macht es so, so simpel, wie es geht, wieder bitte. Ähm, Timmy, würdest du sowas ja. essen? <laughs> fette, fette Minusbalken fliegen da durch den Chat. Ich, ich, ich fürchte, ich bin, glaube ich, ich, Bitte ich nur ein Minus pro Person. Sagt. Ich bin, du, ich bin auch gerade am überlegen, ich, ich bin, mein Inneres sagt sofort, nein, 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 nein natürlich nicht, das so, bam, sofort bewertend. Wenn ich das mal mhm. kurz ausbremse und dann mal so denke, okay, okay, ganz ruhig atmen. <laughs> Um was, was sind die Vorteile und was sind die Nachteile? Auf was kommst du da? Lass uns das einmal. Was, was, was sagt der Timi? Die Vorteile, wovon? Naja, von, von, von dem Fleisch oder warum? Was ist dein Gedankenweg dazu? Der interessiert mich. Naja, mein Gedankenweg ist, dass ich einfach gerne alles Mögliche probieren möchte. Und äh, wenn mir jetzt irgendjemand sagt, das Fleisch ist aus einem Labor, wurde im Laborglas. Gezüchtet, dann würde ich es schon gern probieren, wie es schmeckt. Also ich glaube vom Geschmack her, ist halt die Frage, was hier drinnen ist. ja Ob das, sagt man dann Bio dazu eigentlich dann? Ja. <laughs> so quasi, wie nennt, man, wie nennt man ein Fleisch aus dem Reagenzglas ohne, <laughs> ohne Geschmacksverstärkung? Gibt es sicher dann auch. Dann gibt es irgendwie so, so die Bio-Variante des Regenzglas Fleisch mit Geschmacksverstärker drinnen, damit mm, es auch. Mmm, schmeckt aber gut. Ich meine, was anderes kann es mhm. nicht sein. Es kann ja auf jeden Fall, der Geschmack von Fleisch kann ja nur imitiert werden durch irgendwelche. Wobei es stimmt nicht ganz, wenn das aus, nee, aus sich nicht? selbst ist rauswächst. Na, ist es jetzt ein Teil, ist es jetzt noch die Kuh oder nicht? Philosophisch betrachtet. Nee. Eigentlich schon, weil es ist eine Zelle. Und der Kuh. Also, es ist, es ist eigentlich so eine, Art, eine Alternative von. Es gibt ja auch bei der Vegane oder auch Vita Vegetarier gibt es ja schon so alternative Produkte, die aussehen wie Fleisch oder was denn auch immer. Mhm. Und das ist sozusagen die Alternative für alles Essen, wenn ich das so sagen kann. Aha. Ähm, sie probieren schon den Geschmack so herzubringen wie ein normales Steak. Und ich würde schon sagen, dass das zu der Kuh gehört, weil es ist eine Zelle. Und wenn man das in einer vertieften Ebene betrachtet, ist das so, da, so ein Bruchteil eines Anfangs einer Kuh. Dann daher würde ich schon sagen, dass das zu, ja, zu dem zu den Kuh gehört. Mhm. Ähm, wir müssen einfach sehen. Klar, das ist das, was ist, das ist Thomas. Also ich habe auch so, was ist denn das jetzt? Und das würde ich jetzt nie probieren. Aber sie haben ja auch einen Hintergedanken. Ist ja nicht so, dass sie jetzt einfach sagen, ja, wir haben Bock drauf, so ein künstliches Steak zu machen sondern bei ihnen geht es ja auch, dass wir halt etwas Positives in diese Sache hinein probieren zu verstehen, ist, äh, die machen das ja auch um, ja, für die Umwelt, bzw. umweltfreundlicher, weil eben durch die ganzen, was sie auch äh, ansprechen, diese ganzen Massenviehzuchten, die wir jetzt momentan auf der Welt haben, die vermehrt sich natürlich auch immer mehr durch den Wachstum von Menschen mhm. oder Weltbe Weltbevölkerung beziehungsweise, ne, möchte man natürlich dagegen steuern und ähm, Sie haben auch angedeutet, auch gesagt, dass dieses, dieses Methan, was die Kühe ja ausstoßen hat, wie ähm, CO2 bei den Autos, ist das Methan von den Kühen, ähm, so man redet von 30, vier, äh, 30 bis 40 Mal schlimmer oder schädlicher ja. als ähm, bei den normalen Autos. Und wenn man sich vorstellt, wie viele Massentierhaltungen es gibt auf dieser Welt und die Zahl steigend ja ist. Ähm, dann mh, fragt man sich dann wirklich so diese ganzen Klimagipfel, ob sich da vielleicht irgendwie ja mal in eine andere Richtung drehen sollten, als die ganzen nur über die Autos zu reden. Es, es ist so ähm. krass, es ist so krass, oder? Das Scheißen der Tiere, die wir fressen, ist schlimmer für unsere Umwelt als die Scheiße, die wir fahren. Fast. Kann <laughs> muss man sich so. Aber darüber <laughs> wurde nie ein Wort berichtet, weißt? Weil jeder will ja sein 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 Fleisch haben, ja. Ich glaube schon, dass es eine, eine Alternative wäre. Ich meine, es wird aus, aus Muskelgewebe genommen, lese ich da gerade. Und da steht noch, aber es, allerdings geht es noch in eine Reihe von Herausforderungen. Einschließlich des Geschmacks. Es ist sehr nah dran und es schmeckt gut, aber wir müssen noch ein wenig daran arbeiten, dass es zu 100% so schmeckt wie herkömmliches Fleisch. Ich meine, da, das müsste man sich halt dann im Detail anschauen, weil wenn sie es wirklich aus dem Muskelgewebe reproduzieren, dann... Dann kopieren sie quasi ja nur das eine Teil, was wir so oder so, sag ich mal, essen würden, sozusagen. Ne? Wenn dann der Geschmack auch noch passt, du müsstest nicht diese ganzen Tiere schlachten. Jeder Vegetarier würde sich an Haxen ausfreuen. Alle Tierschützer sowieso. Ich sage einmal, es hätte schon einen enorm positiven Aspekt. Ich glaube, dass das niemals, dass es ja nicht so sein kann und wird, so von wegen, ab heute wird Fleisch verboten und mhm. es gibt nur mehr das. Aber es wird so ein, so ein langsamer Übergang mehr und mehr in diese Richtung gehen. Auch ja im Insektenbereich. Da gibt es ja auch einen eigenen Ausdruck dafür, wo sie jetzt begonnen haben, eben auch, dass die Insekten und Proteine und so weiter, dass sie, dass sie Insekten züchten, damit Menschen halt davon essen und sich ernähren können. Ne? Also das kommt ja auch noch. da Es nee, eine... immer mehr und mehr auf der Welt. Ja. Es sind immer mehr und mehr Menschen auf der Welt und die müssen eben versorgt werden. Und mhm. eine der Möglichkeiten ist eben, diese Proteine aus irgendwelchen äh, Tieren oder Insekten zu gewinnen. Mhm. Ähm, ja. Aber ich, ich, ich bin da momentan ein bisschen kritisch. Also im ersten Stadium würde ich tatsächlich äh, das Fleisch äh, probieren, da hätte ich jetzt keine Bedenken. Aber ich denke mal, dass äh, es im zweiten Schritt noch, wo es um den Geschmack geht, äh, noch, ja. Irgendwas Künstliches, irgendwelche Genmanipulationen und so weiter und so fort dazukommen werden, um dieses Fleisch in Anführungsstrichen perfekt zu machen für die Leute. Mm. Mm. Perfekt ist halt immer so, so relativ, ja? das, das, was die meisten Menschen halt kennen bis jetzt. So, ja, so, so glaube ich, müsste man das, das ausdrücken. Da werden es sicher noch eine Zeit lang brauchen. Schon alleine, weil der Kopf hier mitspielt, quasi, ne? Wenn ich mal etwas, wenn ich weiß, dass es das nicht ist. <laughs> dann wäre ich sicher eher sagen, na schmeckt man nicht, als umgekehrt. Aber wenn Sie es zum Beispiel nicht wüssten, ich glaube mittlerweile, ich kann mich erinnern, ich war ja auch ein paar Jahre Vegetarier, ich kann mich erinnern, wie ich das noch gemacht habe, gab es nicht so viel Fleischersatz. Und egal jetzt ob Soja oder nicht, aber gab es noch nicht so viele Alternativen dazu. Aber... Das hat sich auch geändert. Also es schmeckt mittlerweile, ich habe das einmal meinem Vater zum, zum probieren geben, der hätte jetzt nicht einmal der hat gesagt, es schmeckt ein bisschen fad, ja, vom Geschmack jetzt her, aber ansonsten ist da nicht viel Unterschied und das ist halt nur der Stand der, der Wissenschaft, also im Endeffekt werden mhm. wir von der von der Art und Weise, wie wir den menschlichen Körper ernähren, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, ja, aber es wird sich auf jeden Fall in diese Richtung bewegen. Alleine mit, sag ich mal, Weltklima, wie du es angesprochen hast. Dimi, du hast mir da eine, eine Grafik geschickt. Ich glaube, die ist eh aussagekräftig. Magst du dazu was sagen? Weil du das geschickt hast. Mhm, ja, du hast geschrieben. Da ist was. Ja. Demi? Ah, PRB. Er äh, ah. kommt, kommt gleich. Ah, okay, okay. Ähm, Notfall beim TV. So. <laughs> ja, es ist, wie, wie, wie steht es ihr dazu? Ich meine, jetzt, nachdem wir kurz darüber gesprochen haben, Plus und Minus, würdet ihr es äh, anders, die Fragestellung muss passen. Glaubt ihr, ist es für die Menschheit, jetzt da ganz objektiv betrachtet, für die Menschheit in Zukunft besser unter Berücksichtigung aller Parameter? Oder ist es eine komplett falsche Richtung, in die wir gehen? Ist es eine richtige oder eine falsche Richtung, wenn man, wenn man so will? Gibt es ein richtig oder ein falsch? Ah, bist du wieder da. Nein, es liegt halt im Auge des Betrachters. Das ist, entscheidet halt immer der, der, der gerade gefragt wird, der sich, der sich selber fragt. Ich finde es halt, es ist wie, wie alles hat Vor- und, und Nachteile. Die Frage, die ich mir dann eher stelle, so, sind alle Inhaltsstoffe, die der Mensch, sage ich einmal, mhm nicht braucht, aber dem, dem der menschliche Körper vielleicht sogar hilft und unterstützt, die tierische Sachen, ohne diesen ganzen chemischen Stressfaktor stressfaktoren so, ja, sagen wir mal, wenn man es Oldschool-mäßig, old sagen wir mal, Tiere essen würde und, und, und wertschätzen würde, ob dann nicht im Endeffekt was fehlen wird, wenn wir jetzt auf die Selbstzucht-Variante gehen, weil ja, hm. was sagst du? Du musst dir ja immer die Frage stellen, Tom, würdest du selbst ja auch diese Tiere auch selber schlachten, also, mhm. weil ich denke, dass so die Frage so ein bisschen die Instinkt äh, versus die Bequemlichkeit, die wir heute sagen, wir ja, haben. Ich glaube, keiner von uns mehr geht irgendwie ähm, jagen oder irgendwie ein Tier schlachten oder so in dieser. Sicht, das macht irgendwie ja anders. Und ich denke, diese diese dies, diese Balance wird sich dann irgendwie wieder ein bisschen finden, weil du siehst schon viele Leute, dass sich da oder viele Immer mehr, dass sich Leute auch vegan ernähren und, oder vegetarisch. Und hm. ich denke, da wird schon auch der Trend weit. Also es ist kein Trend, eben das ist die Frage: Ist ein Trend oder ist es eine zukünftige Ernährungsweise? Und ich denke schon, dass sich Leute immer mehr bewusster werden, dass, dass es einen ein, bisschen, ein bisschen eine gewisse Balance braucht. Und die gab es in den letzten Jahren nicht mehr so. Und in diese Richtung wird es auch gehen mit diesen Alternativen. Und mit diesen Inhaltsstoffen, was du gesagt hast, äh, habe ich eben nichts gefunden, sonst hätte ich das gerne auch nur erwähnt. Also, ich weiß nicht in, in diesem Steak, ob da alle diese Vitamine, Mineralien und so weiter auch äh, für uns mh, einerseits drin hat, die, benöt die wir benötigen, und andererseits auch die Frage wäre auch, ob das wir auch alles aufnehmen können von, dem, mhm. von den Sachen, die da drin sich befinden. Ähm, aber ich ja, denke, das, das ist nicht diese Generation von heute. Also ich denke, das braucht meiner, meiner Meinung nach noch die nächste Generation, bis das sozusagen angekommen ist, ne? Ja, das wird sicher ein paar Generationen brauchen. Also die alteingesessenen ja. Fleischesser sozusagen, also das, das wird noch länger so gehen. Ich glaube, dass es eher dann so mehr und mehr schieben in die Richtung... Ich meine, ich mache jetzt vielleicht ein, ein zu großes neues Thema jetzt da auf, aber... In die ganze, ja, die Stichwort UN und Klimawandel, allein diese 200, wie viel waren es? Die Weltbank hat 200 Milliarden US-Dollar der, heißt, wer ist die Organisation? Der UN für Klimaschutz oder Klimawandel, irgendwas für dieses Projekt eben zur Verfügung gestellt. 200 Milliarden, wo ich mir denke, ich würde wirklich, wirklich, wirklich gerne. Es hört sich super an, ja. So, boah, endlich tut er was und sehr viel Geld. Hey, da kann sehr viel Gutes entstehen. Aber mich würde wirklich interessieren. Ich habe einen riesen Geldtopf, ja, einen verdammt großen Geldtopf. Und welche Projekte unterstütze ich damit? Welche Transitions? Ja, geht das in die Richtung, sage ich mal, in die jetzt gar nicht Industrie? Sondern in die Autotechnologie mit Richtung Tesla, elektrische Autos. Das geht in die, in die Richtung, was weiß ich, Plastikverschmutzung, Essen. Ob solche Projekte von, von denen unterstützt werden, weil es ist sehr viel Geld, mit dem du sehr viel in Bewegung setzen kannst. Irgendwie, ich meine ich, da schlägt irgendwie mein Radar aus, dass da einiges passieren wird mit diesen, mit diesen 200 Milliarden. Hat jetzt wenig mit dem Fleischstück da an sich zu tun, ja, aber. Ja, Frage. das ist schon richtig Tom. Ich denke, da gehört ein bisschen alles damit dazu, dass ein größeres Puzzleteil auch die ganzen Elektrofahrzeuge, die jetzt immer mehr in, äh, auf den Markt kommen werden, ähm, und diese Pushreihen von eben, ja, das ist, das ist halt einfach dieses ganze globale Ding, die sich jetzt da in diesen Thematiken weiter verschärft, sozusagen. Ja. Und äh, seid mal gespannt, <laughs> was noch kommen wird wird einiges kommen. aber ich würde vorschlagen, lasst uns zehn minuten pause machen. wir haben die erste stunde rum. wir werden uns kurz kurz erfrischen. wir sind gleich wieder für euch da. und dann werden wir schauen, was wir noch für interessante themen finden. weil an themen gibt es ja mittlerweile genug. also dann, mhm. bis gleich. By, by the me and the you. True. information. Connect the dots. Big picture. Conscious. Who knows? Jetzt zurück nach Klosterneuburg gehen, so ist das ein Teil der Altstadt und unter diesen Straßen und unter diesen Häusern gibt es große Kellerbereiche. Die meisten sind noch verfüllt, nur wenige wurden bisher freigelegt. Wir schätzen gerade in Klosterneuburg, dass dort also eine Gesamtanzahl der Ganglängen mehrere Kilometer misst. Jetzt haben wir also es dort mit prähistorischen unterirdischen Gängen zu tun aus der prähistorischen Zeit warum this is the look of the mexican pyramid of the sun so sieht die mexikanische sonnenpyramide aus In Teotihuacan into the ocean 160 years ago vor 160 Jahren before they cleaned it bevor sie gesäubert wurde 75 years later und 75 Jahre später One of the most beautiful examples of the pyramid architecture eines der schönsten beispiele von pyramidenarchitektur Und was ich überhaupt nicht wusste war, in dieser Ebene von den 28 Meter Tiefe gibt es noch eine Ebene weiter drunter. Abenteuerlicher Weg. Und in dieser unteren Ebene war dieser Sarkophag aus Alabaster. Und was Sie aus der Entfernung vielleicht nicht ganz so deutlich sehen, man sieht keinerlei Bearbeitungsspuren. Der Deckel ist zur Hälfte kaputt, fehlt rechts. Natürlich war wieder Fotografieren verboten. Und naja, Sie wissen wie das ist. Das Verbot ist dazu da, dass man es so umgeht. Und dann habe ich meine Taschenlampe genommen und unter den Deckel gehalten und dann fing der Deckel an, wie in der Abendsonne zu leuchten. 34.000 Objekte an einem Hügel gefunden. Alleine das Brennen dieser Objekte hätte so viel Holz benötigt, dass es in den letzten 100, 200 Jahren in Akambaru gar nicht gegeben hat. Also man muss schon vorsichtig sein, wenn man eine Sammlung als Fälschung deklariert. Muss man erst einmal schauen, wäre es möglich gewesen, diese Fälschung vor Ort anzufertigen? Nein. So viel Holz hat es in der ganzen Umgebung in der Vergangenheit gar nicht gegeben, was für das Brennen dieser Objekte notwendig gewesen wäre. Und es hat Untersuchungen gegeben. Und zwar 1968 im Isotopes Incorporation New York C14 Analyse von drei Objekten. Das erste Objekt 3500 plus minus 100 Jahre. Das zweite Objekt 6480 plus minus 170 Jahre. Und das dritte Objekt 3060 Jahre plus minus 120 Jahre. Und die Frage, haben vielleicht doch einige Dinosaurier überlebt? Oder wo haben das, war das nur schamanistisches Wissen, das dann in Form von Objekten umgestaltet wurde? Also Frage über Frage. Ich hoffe, ihr seht alle Bild. Das war der UNO-Kongress 2018. Wir schauen, dass wir, wir schauen, dass wir 2019 weitermachen. Und alle Leute da draußen, ihr werdet das Video, ihr werdet, es wird, ja, ihr werdet die Videos dann draußen auch finden für Fördermitglieder. Also, jeder beginnt ab 1 Euro, wenn ihr uns unterstützt. Wir schicken euch die Links, wir bearbeiten das wirklich professionell auf. Helft uns, weil wir schaffen es nicht ohne euch. Und ich sage herzlichen Dank, danke an die Zuschauer da draußen, an das große Internet, an das Kollektiv und ihr seid es. Ihr seid es. Danke. Hallo, wir haben heute einen Tag UNOS Kongress. Wie ist euer Eindruck von dem Event heute? Sehr, sehr super gut und. Ähm Vielseitig, ich werde wiederkommen, wenn das einmal im Jahr ist oder ja. zweimal im Jahr. Wir werden es versuchen. Auf jeden Fall sehr interessant, auch gut gemacht mit den Pausen. Man konnte sich danach noch trotzdem gut ähm, konzentrieren. War sehr interessant. Also, ja. Hat es euch gefallen? Es ja, war ja Fall. jetzt auch super lang, aber äh, man hat es einfach alles haben wollen. Ja. Ich wäre nicht früher gegangen. Ja, es war sehr, sehr super, ja. war super. Interessante äh, Referenten waren absolut profunde Kapazität da. Die großen äh, der Forschung schlechthin. Und äh, ich meine, ich habe jetzt nichts Neues erfahren, weil ich bin eh sowieso dran. Tom, who knows, kannte ich auch schon lange. finde seine Arbeit wunderbar. Und die, ähm, äh, wie sagt man, die Redner, <laughs> die Sprecher, äh, ich bin ihnen ewig dankbar. Infinity, Love and Gratitude, sage ich da nur. Denn die helfen wirklich, dass wir endlich weiterkommen, alle miteinander. Mein Resümee, ich habe ja durch den ersten Beitrag vom Herrn Klum, wie er heißt Kusch. Kusch, Kusch. Kann ich noch gar nicht, fand ich total äh, interessant. Also ganz neu? Ganz neu, genau. Die anderen Vortragen kannte ich alle schon über Internetvorträge und auch über Bücher. Und ich finde alle durchweg sympathisch und auch glaubwürdig. Klar, man muss immer seine eigene Meinung bilden, das bin ich auch hier deswegen. Aber die ganze Leute hier finde ich total, äh, wie soll ich sagen, schöne Energie. Also das Ambiente auch gefallen, beziehungsweise die Personen, die gekommen sind als Gäste? Ja, also die, ja, wie gesagt, die Energie, auch die Menschen, die dabei sind, ihr als Organisatoren, äh, eine super Truppe. Ich finde es klasse, dass ihr das macht. Cool, schön, dass das so gefallen hat. dann sage Ja, Ich danke. Yes, <laughs> Wir sind zurück. <laughs> yay. Hey. yay, Yeah. Yeah, Partys. <laughs> das war jetzt da so dieses Yay, yeah, wir sind da. chaka chaka, Ging nicht ganz so gut. <laughs> Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt euch frisch gemacht. Ihr habt eure Snacks geholt. Ihr seid ready für die nächsten ein, zwei Stunden. Schauen wir mal, wie lange wir heute machen. Wir haben gerade gesagt, wir schauen mal, wie es float. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm um, ja, jetzt habe ich mal so verknommen, was sage ich jetzt am Anfang, dass ich jetzt das schon wieder vergessen habe, was ich was ich sagen wollte. Ähm um, Helfts mal. Ja, wie, also es wie, geht wie, darum, wie 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 beginnen wir? Bring den Stein ins Rollen, Luca. So, also, hallo erstmal. Ich bin Luca Thun. Ich weiß nicht, entweder wir müssen einfach üben, darin besser zu werden bei diesen Moderationsdingen, oder wir scheißen einfach drauf und lassen es einfach ganz weg. Ob die Leute nicht eh schon gesättigt sind von den Yeah, hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob sie es schon wussten, wir haben da hinten unseren Newsticker, den macht der Luca aus dem News-Team. Da hinten haben wir Dimitri... <laughs> Na, also, also wir haben ja ein weiteres. wir haben ein anderes Thema, äh, was wir noch gerne ansprechen möchten, ähm, dass wir ein bisschen von Ernährung in ein bisschen aktuellen Thematiken von politischen eben bisschen besprechen. Und zwar, genau, Luca, du meinst, äh, dass einige Leute auf dieser Welt, genauer gesagt unsere Nachbarn, mhm. immer weniger und weniger zu essen auf dem Tisch haben und genau. sich vor allem keine luxus aus dem Labor leisten können? Genau. Und die Leute sich jetzt äh, alle zusammentun, sich so ganz komische gelbe Westen anziehen und damit <laughs> in Paris auf die Straße gehen. Woher ja, ja um ja, hast du <laughs> das jetzt, Stimme? Hey! die Stimme hey, von, von oben. Ja, Luca. Was sagen Sie dazu? Das wurde mir gerade gechannelt. <laughs> Was sagen Sie dazu, Luca? Ja, also es geht schon so in diese Richtung, weil darum habe ich auch dieses künstliche Fleisch auf den ersten Podest den Tisch gestellt, gebracht. damit mir ein bisschen versteht, warum ich das überhaupt anspreche. Und man sieht die, ja, die Meinung darüber ist eher ein bisschen negativ. Also die Leute finden das ein bisschen, ja, ein bisschen schlecht, dass wir das jetzt in diese, in diese Richtung pushen werden mit diesen ganzen laboratischen Sachen da. Ne? Und jetzt hat die mir super gesagt, jetzt sind natürlich alle Leute auf der Straße ne? und jetzt rebellieren sie dafür, dass es kein richtiges Tech gibt. <laughs> und für diesen speziellen Namen hat der die mir natürlich die Minions. Betitelt. Aber hey, Dimi, was meinst du genau mit Minions? Ja, Spaß, Spaß beiseite. Was, was, was geht da wirklich ab im Moment mit dem Stichwort Hashtag Gelbwesten oder wie es auch immer heißt? Hast du dir das genau ja, angeschaut, Dimi? Ja, der Hintergrund ist folgender. Ursprünglich ging es darum, dass der Macron ein Gesetz äh, beschlossen hat, wonach ab 2019 die Spritpreise steigen sollten. Der Spritpreis für den ein Liter Benzin sollte um 4 Cent steigen und äh, der Literpreis Diesel um 7 Cent. Und das ging der Bevölkerung Frankreichs ziemlich auf den Geist, weil die ganzen Abgaben, die ganzen Steuerlast und so weiter und so fort, alles, was auf den Leuten momentan drückt, das wird immer mehr und mehr. Und die Leute haben heute schon kaum noch die Möglichkeiten, sich vernünftig zu ernähren oder sich irgendwie was äh, Nützliches zu kaufen, mhm. weil die so viele Steuern und Abgaben zahlen müssen. Und aus diesem Grund gab es von einer Dame ein Video, das vor knapp fünf oder sechs Wochen erschien. Und daraufhin hat sich dann diese gelbfesten Bewegung aufgetan und die sind dann eben auf die Straße gegangen, um gegen diese Steuerpolitik von Macron. Zu demonstrieren. Was war denn der ich Argumentationspunkt nicht, seitens der Regierung, warum sie das überhaupt gemacht haben? Was, was haben sie sich da erhofft? Gibt's da? Also, die, der Hauptargumentationspunkt ist, äh, dass wir unsere Umwelt schonen müssen und äh, es ging immer wieder um, äh, um den Umweltschutz und durch den Umweltschutz wird eben gesagt, äh, dass die Leute weniger Auto fahren müssen, also weniger Individualverkehr. Mhm. Genau deshalb sollten die Spritpreise steigen. Mhm. Und das kam bei den Leuten relativ schlecht an. Ähm, aber auch nachdem der Macron jetzt äh, diese Steuerpläne ausgesetzt hat. Ja, da, da, ruft, ähm, er schon. da ruft er schon an. Er will, er will ja, ein Statement er abgeben. Er will <laughs> ein Statement abgeben. Hol ihn rein. Ja, aber nachdem der äh, Macron äh, schon ja die Steuerpläne abgesagt hat gab es quasi eine Liste mit anderen Punkten äh, die die Geldfesten hatten quasi alles Mögliche zum Thema wir möchten auch in Zukunft ganz normal überleben können in, würde in Frankreich hm. Hm. na wie okay so hat sich das Ganze entwickelt zumindest ist das eine Version? Wie hoch ist die Chance, dass jemand finanziell dieses Gelbwesten-Movement finanziert, um Länder oder Regierungen zu destabilisieren? Sind da Indizien da dafür? Hast du irgendwas da finden können? Ich persönlich, ich habe mich bewusst mit Absicht nicht mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe Headlines gelesen, mhm. weil ich es so beim Newsticker auch öfters gelesen habe, aber ich bin nie in die Tiefe gegangen, weil es für mich keine, ja, irgendwas passt da nicht. Ich, ich kann es dir nicht wirklich sagen. Also es gibt tatsächlich einige Leute, die sagen, dass die ganze, Bewe dass die ganze Bewegung tatsächlich gesteuert ist, weil es wirklich seltsam ist dass äh, das Video einer Frau auf einmal über Nacht viral geht und sich ähm, quasi aus diesem Video eine ganze Bewegung formt. Hä? Was, was war das für ein Video? Das ist eben das Video, ähm, in dem die Frau ja, beklagt, dass alles teurer und teurer wird. Die Sache ist äh, von solchen Videos, die aus Frankreich kommen. Da gab es schon eine Reihe, aber dieses eine Video ist tatsächlich viral gegangen. Hast du einen Link dazu? Wie finde ich das? Weißt ja. du den Titel? Ich kenne das nämlich gar nicht. Oh, sorry, keine Ahnung. Okay, vielleicht findet es wer im Chat. Muss ich mal ein. Nein, nein, passt schon, passt schon. Genau. Was, 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 hm, ich weiß nicht. Ich bin da ur-skeptisch gegenüber, ja. Es sind, also was ich so erkennen kann, ist es natürlich wieder eine, eine... Ein Ventil für immer mehr und mehr Menschen, die, es gibt immer mehr, mehr, immer mehr Menschen mittlerweile, die ein Ventil brauchen, weil sie sich zu sehr aufgestaut hat. Ja? Und das siehst du auch an diesen ganzen Protestmärschen. Ob das jetzt begründet oder unbegründet, ist, ist, ist ganz wurscht. Aber die, die, die Schwelle, finde ich, der Menschen, um auf die Straße zu gehen, ist auf jeden Fall jetzt da höher. Wo ich mir aber denke, so. Was wäre, wenn diese, wir kennen es ja beim arabischen Frühling und Ukraine und diese ganzen Geschichten, was ist, wenn das selbst auch da bei uns in den eigenen Ländern passiert, ja? Was hätten die dann für einen Vorteil? Warum auch gerade in Österreich, ja, Österreich hat so extrem, also extrem, im Vergleich natürlich zu, zu amerikanischen Verhältnissen natürlich weiter hinten, aber ihr, ihre Pol Polizei verstärkt, die Grenzen zu Österreich, diese ganzen... Aufmagazinierung der inneren Sicherheit, wenn du so es möchtest. Ja? Ist es ein Ding, weil sie wissen, dass, sie Massen, dass Massen, Massenproteste kommen? Es ist so ein komplexes Thema, ja, weil wenn du, wir gehen alle auf die Straße, einen Mob von, sagen wir, 10.000 Leuten, ich nehme 20 Leute, die an Vorderster Front sind und beginnen halt Chaos zu stiften, dann wird Chaos entstehen. Was macht die Polizei? Die sorgt natürlich für Recht und Ordnung, weil natürlich eine Familie, die mit der Sache nichts zu tun hat und dort wohnt, mit einem kleinen Kind wird Angst haben und wird hoffen, dass die Polizei und der Staat sie schützt vor diesem Menschenmob. Da schaltet sich sowieso das, das einzelne Denken aus in dem, in dem Kollektiv. Ja? Und deswegen weiß ich nicht, ich, ich erkenne auf jeden Fall, dass viele Menschen in diesen ganzen Facebook-Gruppen und so weiter sagen: Ja, die Gelbwesten! Und das Leute gibt, die stellen sich ich habe Videos gesehen, die stellen sich hin vor dem Bundestag oder vom Brandenburger Tor mit gelben Westen sagt, ja, kommt's alle am 29., keine Ahnung, auf irgendein Datum, ja. Und du siehst halt, dass es immer mehr Trittbrettfragen gibt und sie halt versuchen, und ich kenne das von der von, der, von der von den Montagsmahnwachen, wie mhm. wir waren bei uns in Wien. Das war am Anfang so ein, der, der erste Initiator, dann gab es so, also in Deutschland glaube ich war dann plötzlich Österreich und dann ganz am Anfang von dem ist irgendwie das Potenzial bei solchen Entwicklungen, dass es wirklich viral geht und das ist halt wirklich überschwappt. Ja? Und dann ist halt die Frage, wenn es stabil bleibt und dieser, dieses Momentum nicht mehr und mehr und mehr und mehr generiert wird, dann bleibt, dann, dann flacht das Ganze wieder ab und es kommen weniger Menschen, weniger Menschen, wie bei den ganzen Pegida-Dingen. Also je, je länger die Politik oder je länger die Leute das rauszögern, desto mehr wird es wieder normal und flacht es ab, dann ist das nicht mehr so aufgestaut. Und ich kann jetzt nicht erkennen, dass diese Gelbwesten rundum schlagen auf der Welt. Absolut nicht. Es wird zwar, sag ich mal, in Frankreich ja, aber in Deutschland oder anderen Ländern habe ich nicht am Radar. Es, es schwirren zwar Videos herum, ja, durch Facebook, wo ich nachrecherchiert habe, wo die meisten Videos gar nicht entweder von Frankreich sind oder sonstiges. Es ist so viel Desinformation im Netz mittlerweile, auch auf Facebook, dass es ist nicht schwierig ist, bei solchen Themen noch klar durchzublicken oder halt sich die die Masse wie bei der Bildzeitung lassen sich halt jetzt da manipulieren mit irgendwelchen Fake-Videos die definitiv da rein sind wo dann nicht die Frage ist ich schweife uraus aus jetzt ja wo dann nicht dann die Frage ist was wäre wenn der Putin ein Interesse daran hat dass der Macron endlich fällt und die unterstützt die Gelbwesten ja wo sind die Gelbwesten am meisten aktiv bei welchen Regierungen bei uns in Österreich ich habe nichts von Gelbwesten gehört also bei uns gab es halt gegen die Regierung aber wie ist da eure Einschätzung mhm. sehe das nur ich so also, ich hab, also wenn ich die News ein bisschen angeschaut habe, äh, es gibt mehrere Länder jetzt, wo. In, natürlich in Frankreich ist es gerade am, ja, am heftigsten gewesen. Ähm, es gibt mehrere Länder, wo auch eben die Gelbwesten schon aktiv waren. Natürlich alles in der Unterzahl natürlich. Äh, auch in Israel äh, gab es schon Leute, die auf der Straße waren und protestiert haben oder einfach ihre Meinung ausgerufen haben, auch in Großbritannien. Also es sind mehrere Orte gewesen. Aber dort, wo es am aktivsten war, war schon Frankreich und Belgien vor allem auch. Also ich finde, Belgien ist auch mit dem ganzen UN-Migrationspakt und jetzt vor kurzem gab es auch die Rücktritte von gewissen äh, Regierungstritten. Mhm. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass in all diesen Ländern, die noch nicht in Klammern, achtung in Klammern, noch nicht in diese rechtsparteiische Region gehören oder einfach nationalistische Denken haben und nicht diese globale Schiene spielen, ähm, probiert zu stürzen. Also Belgien gehört noch dazu, jetzt haben wir die Regierungskrise in Belgien, Frankreich ist auch noch auf dem Zettel, Deutschland auch. Spanien hat jetzt auch seit, seit langem wieder mal eine, 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 eine Partei gekriegt ins Parlament die komplett rechts ist. Also ich finde schon, dass in diesem Land, wo es noch nicht in diese Schiene getragen worden ist, bei Gewalt und Ungewalt, das spielt jetzt gar keine Rolle, wird irgendwie ein Hebel ja, gedreht, dass es in diese Richtung geht. Ist meiner Meinung nach, oder mhm. sehe ich das falsch, Stimme? Oder habe ich nur das Gefühl, dass diese, diese Polarisierung von verschiedenen Parteinsgruppen und, und Machtstrukturen sich ja auch verändert hat, jetzt ganz grob gesagt in den letzten zwei, drei Jahren extrem, auch seit das. Trump an der Macht ist, ähm, dass da schon äh, ein anderer Mechanismus dahinter steckt? Hm. Es ist natürlich schwierig zu sagen. Mhm. Also, ich habe zumindest momentan das Gefühl, dass die Proteste der Gelbwesten in Frankreich zumindest authentisch sind. Inwieweit jetzt äh, das Ganze auch für andere Länder gilt, wie bei uns äh, für Deutschland oder Belgien oder andere Länder in Europa, das kann ich natürlich nicht wirklich sagen. Also, also ja. Ja, die Frage ist jetzt Du hast immer in den ganzen Steuern, der jetzt das abgewunken hat für 2019. Jetzt nehme ich mal an, dass die Gelwesten gesteuert wurden, bewusst von der Regierung, also von der französischen Regierung. Ich glaube, dass sie, was, was hätte dann die Regierung von Frankreich davon, dass sie diesen Mob oder diese Bewegung, Protestbewegung, äh, sozusagen ins Spiel gebracht hätten? Was wäre ihr Aktionsreaktionsprinzip oder was wäre ihr jetzt von dieser Protestbewegung, wenn die künstlich davon aufgebaut wurde oder aufgezogen wurde? Also, ich glaube schon, dass in der Ex-Den jemand gewollt hatte. Also, ich denke auch, dass das nicht irgendwie einfach mal so am nächsten Tag einfach auftaucht und jetzt produzieren wir mit den ganzen Geilwesten. Da steckt schon etwas dahinter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das von der französischen Regierung war, sondern schon irgendwie eine andere Struktur, die Frankreich, ich nenne mal nur Frankreich, einfach bewusst destabilisierten wollte oder irgendwie das Auge auf Frankreich richtet, wie momentan es dort abgeht. Also, für mich ist äh, Griechenland bzw. Athen ähm, während der Finanzkrise quasi ein gutes Vorbild dafür, was äh, oder wie schnell die Leute auf die Straße gehen können. Ja, ähm, aber auch, aber auch, auch genauso Gründe. wieder verschwinden können. Hm? Die hat noch fette Gründe, ja. Ja. Nein, es, es dürfte ja, generell so sein bei so, bei so Massenverhalten. Ne? Die, die Leute gehen ja. raus, dann wird Gen Momentum generiert, dann irgendwann, wenn das, sage ich mal, da nicht weitergeht, wo also sie kurz die Luft einmal anhalten, dann flacht es ab, dann versickert das. irgendwie. Naja, jetzt ist aber ein relativ großer, in Anführungsstrichen, Stresstest. Und hm. zwar die, Weihnachts-, die Weihnachtszeit. Ja, das kommt und, noch dazu. Äh, wenn nach der Weihnachtszeit die Proteste immer noch weitergehen sollten, dann, äh, dann werden die so schnell nicht ablachen. Das ist ein, das, das stimmt, das stimmt. Mit der Weihnachtszeit und so. Das ist ein sehr guter Stresstest. Mm, voll. Ja, das muss man dann beobachten, ob es wirklich weitergeht. Die Frage ist halt, ist halt immer, muss man immer dann anschauen, was für Events passieren dazwischen, ja, wenn angenommen, es kommt ein. Ein Gelbwestler ums Leben, dann hat das natürlich mehr Impact oder weißt du, solche Dinge. Es waren da ja urviel Videos im Netz herum von Polizeigewalt unter Anführungszeichen. Ja. Das, das kommt auch. Ob, ja. es ist, es ist, und manche sind sogar gefaked, wo wirklich, das ist nicht in Frankreich, das ist in Amerika, aber urviel Leute, so 50, 60 Leute drücken auf, auf den Hate-Button auf Facebook und schreiben die ärgsten Kommentare drunter und kein einziger schaut, ist dieses Video von dort oder lasst mich da jetzt dazu seine Richtung beeinflussen. Das ist extrem gefährlich im digitalen Zeitalter mittlerweile. Echt schwierig. Ja, ich habe eine Frage. So ist die Welt ihm geworden. Ja. ja, du kannst eh nur mit dem arbeiten, was quasi vorhanden ist. Mhm. Luca? Wegen, weil er Dimi, äh, angesprochen hat, wegen den ganzen äh, Abregelungen von den Gesetzen, die er ja mal jetzt ausgesprochen hat, ähm, die brauchen ja, oder sagen wir es mal so, das tut ja in der Wirtschaft nicht gut, weil sie äh, weniger Einnahmen oder, oder Umsatz von der ganzen Wirtschaft. Und sie müssen das irgendwie kompensieren. Und ich weiß nicht, ob das auch ein Puzzleteil dazugehört. Darum wäre das eine Frage oder eine, eine interessante Ansicht von Dimi, weil sie jetzt vor heute oder gestern jetzt beschlossen haben, dass sie Sozusagen die Vorreiter sind oder sie im Alleingang jetzt die Digitalsteuer ab, ab äh, Januar jetzt äh, einsetzen werden und darfst einen größeren Umsatz geben. Ich glaube, das sind 500 Millionen pro Jahr, wenn es mich nicht täuscht. Von den ganzen internen Konzernen wie Google ne, und Facebook. Und sie sind dann jetzt sogar der Vorreiter, weil zuerst wollten sie ja, dass EU, zu so Deutschland und andere Länder dazugehören und die Digitalsteuer miteinander durchsetzen. Jetzt ist Frankreich der Vorreiter. Mhm. Und Jetzt ist die Frage so: Ist das auch ein Puzzleteil? Oder ist das sagen wir so, sie wollen ja immer diese ganzen finanziellen finanzielle Möglichkeiten kompensieren, damit sie auch diese ganzen Sachen durchboxen können, durchboxen können, was jetzt den Geldwässern oder den Mitmenschen von Frankreich ja versprochen hatten. Und das finde ich auch interessant, dass Frankreich einfach alleingangmäßig so diese ganzen. Nicht ganz, Luca, nicht ganz Luca, Österreich ist auch mit dabei. Österreich bringt auch die Digitalsteuer auf die Schiene. Die Digitalsteuer war maximal 80 Millionen Euro. Frankreich führt ab 2019 Digitalsteuer im Alleingang ein, aber Österreich geht auch in die Richtung. Beziehungsweise ja, definitiv. Ich meine, ich habe das jetzt gerade rausgegoogelt. Internetgiganten sollen innerhalb der EU mit einer 3%igen Abgabe auf ihre Umsätze besteuert werden. Diese Vorhaben will man am Samstag beim Treffen der EU-Finanzminister auf Schiene bringen. Es gibt aber noch was. Was ist Inhalt dieser Digitalsteuer genau? Auf was wird das besteuert? In Frankreich? Weiß das wer? Mhm. Ich würde ich würd Die Abgaben beschränken sich zudem nicht auf die, auf die Umsätze der großen Internetfirmen, sondern betreffen auch Werbeeinnahmen und den Verkauf persönlicher Daten, sagt der Wirtschaftsminister. Zugeständnis an Gelbwesten. Hä? Warum? Okay, dann habe ich so noch nicht ganz behindert. Warum ist das so schlimm, wenn die großen Internetfirmen besteuert werden? Ich will es nicht schlimm benennen. Es ist eher eine, eine, eine Regulierung, weil es für Europa sonst das irgendwie mühsamer wird, sich da irgendwie selbst auch mal ein bisschen durchzusetzen, weil die ganzen großen Konzerne jetzt von Amerika, Google, Facebook und natürlich die ganze Zeit die Oberhand hatten in Europa jetzt spezifisch. Ja, aber und ich empfinde das halt was Gutes oder lese ich das jetzt da falsch? Wie gesagt, mhm. ich war noch nicht in den Thema, aber wenn zugleich jetzt Frankreich wie auch Österreich weiterhin auf eine EU-weite Digitalsteuer und hofft auf eine Einigung bis Ende März kommenden Jahres. investiert Visier hat die EU vor allem die Konzerne Google, Apple, Facebook und Amazon, weshalb auch der GAFA-Steuer die Rede, die Regel ist. Ist ja grundsätzlich was Gutes. Ich meine, dass die Firmen das, sage ich mal, auf den End-User abwälzen, wie immer, ist eh klar. Aber ist es nicht auch so ein Kampf der EU? Sich irgendwie mit Ellbogen zu wehren gegen die Überdigitalisierung von amerikanischen Providern, wie alles, was wir verwenden. Ist ja alles aus Amerika im Endeffekt. Ja. Genau das, das gleiche auch mit der DSVGO. Ich glaube, DSVGO heißt es, oder? Die Abkürzung. DSGVO. DSGVO, genau, danke. Hm. Das ist ja ähnliches. Also im Endeffekt ist es ja ein Werkzeug der EU, sich gegen die Übersee-Provider zu schützen, oder? Ich sehe es ein bisschen anders. Jede, jedes große Unternehmen, ähm, sobald du anfängst, das Unternehmen zu regulieren, mhm. hast du rund um das Unternehmen herum äh, zig Kollateralschäden. Nur dieses eine Unternehmen, was du regulieren wolltest, das triffst du nicht. Wieso? Weil es irgendwelche Steuerberater hat, äh, die alle möglichen Finanztricks in Europa kennen. Weil, nimm ja. ähm, jetzt diese DSGVO. Ja. Es ist kein Wunder, dass Facebook in den USA jetzt anregt, genau die deutsche äh, oder die europäische DSGVO in den USA einzuführen. Wieso? Ja, Weil Facebook oder Google oder Apple oder wer auch immer, die haben die Ressourcen, die haben die Anwälte, die haben das Know-how, die haben auch die Manpower, um das Ganze so umzusetzen. Hm. Irgendwelche klitzekleinen Unternehmen in Deutschland, die müssen dann ihre Webshops äh, schließen, weil sie eben diese Manpower nicht haben. Oder kleine soziale Netzwerke, die sterben aus, weil die werden eben von der EU auch genauso reguliert wie Facebook, Google und Apple, wie die großen Player. Dieselben Strafzahlungen und verhältnismäßig zu ihrer Firmengröße, ne? Ja, genau. Wobei ich, ähm, ich meine, wenn jetzt irgendein kleiner Tante-Emma-Laden eine Strafzahlung von 10.000 Euro leisten muss, weil es irgendwie einen Fehler im Impressum hat, dann ist das was absolut anderes, als wenn äh, Google 10 Millionen zahlen muss. Ja. Bei ja. Google trifft es. Äh, keinen Manager persönlich, aber beim Tante-Emma-Laden ist, ist unterm Strich eine Existenz weg. Ja, 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 ja. ja das mit den Regulierungen ist ja, immer, du hast vollkommen recht, ich meine, die großen Konzerne, die werfen sozusagen mal ein bisschen Geld in den Gemeinschaftstopf, die Strafzahlungen kommt dann in irgendeinen Topf, wahrscheinlich zahlen ja. sie sich quasi eh selber in einen, ihren eigenen Topf retour und schieben das Geld von A nach B. <laughs> es ist apropos geld weil mir das noch dazu eingefallen ist wegen der steuer wie ich gesagt 500 millionen oder sowas wenn die wenn, die, wenn frankreich nicht mit den russen gezopft hätte und den mist die mistral hubschrauberträger <laughs> gekauft hätte wie es vertraglich vereinbart war dann hätten sie nicht die eine milliarde an russland zahlen müssen <laughs> also das sieht man wo frankreichs geld hingeht das war ja 2014, 2015 schon, ja, mhm. und die haben das dann nicht geliefert und da gab es dann Strafzahlungen und das war alles nur ein Produkt der, der Spannungen zwischen EU, also Amerika und Russland und mit den Sanktionen und so weiter, also das, ich weiß nicht, ob das die Gelbzettel viel, die Gelbzettel, die Gelbwesten auf, auf dem Zettel haben, aber das sind die Dinge, weißt, wo das ganze Steuergeld und wo die ganzen Dinge hinwandern, ja. Und dann holen sie sich halt das Geld, was ihnen irgendwo abhanden kommt mit irgendwelchen verdammten Spekulationen oder irgendwelchen solchen korrupten Geschäften, holen sie sich's halt von uns. Und saugen und saugen und saugen. Ja, wobei mich würde tatsächlich mal interessieren, äh, wie es aktuell der Stand mit den Flüchtlingen in, in Paris und in Frankreich ist. Und, Definiere Stand, wie viele dort sind, sind oder von den, von den Kriminalitätsraten oder was meinst du genau? Nee, ich war jetzt äh, tatsächlich bei der Beteiligung bei den Protesten der Gelbwesten. Ah, die Proteste selbst? Ja, ich kann man nicht, ich, gute Frage, aber ich glaube, selbst wenn viele von den Flüchtlingen dort mitmachen würden, so viele mhm. Flüchtlinge verhältnismäßig, wie viele waren ja zigtausende Leute, auf den, zehntausende Leute auf den Straßen? Würden da nicht ins Gewicht fallen, glaube ich. Ich weiß nicht, also äh, ich kann mich noch sehr gut an ein Video von der Lauren Southern erinnern, die äh, zufälligerweise in irgendeinem Bezirk Frankreichs, beziehungsweise äh, in irgendeinem Bezirk von Paris, einfach mal so durch die Straße spazieren ging und du hast dort kaum irgendwelche Leute gesehen, die europäisch aus aussahen. Okay. Hm. Also, ich ähm, kann das schon dem ja eigentlich ähm, ähm, bestätigen, dass das so ist, weil ähm, ich habe auch schon viele Videos gesehen, wo es ebenso viele, ja, ja, nehmen wir es jetzt mal Migrationszelten äh, gab oder einfach Leute, die sich nah, natürlich auf den Straßen ähm, sich abgesessen haben. Und wir dürfen nicht vergessen, bei den Flüchtlingskrisen oder Welle äh, 2015 hat es ja nicht nur Deutschland getroffen, sondern auch ähm, Frankreich. Und es sind so yeah. viele Flüchtlinge natürlich dann auch äh, in Paris vor allem auch sich äh, da niedergesessen haben, oder? Also ich denke auch, dass dort die Kriminalitätsrate, was schon da war durch diese ganze, äh, ja, Arbeitslosigkeitsrate und Unzufriedenheit natürlich jetzt noch vermehrt in die Höhe schiebt? Oder was denkst du, hat schon auch einen Teil von dem zu tun, oder? Ähm, ich kann es dir nicht wirklich sagen. Ähm, mein Problem ist also ein bisschen die Wahrnehmung. Ähm, mhm. Also bei uns in Deutschland weiß ich ganz genau, wo die Flüchtlinge Wohnen, wo die ihre Anträge stellen und so weiter und so fort. Aber wenn ich mir jetzt irgendwelche Videos anschaue, die im Netz unterwegs sind, dann sehe ich, dass, dass die Leute zum Teil auf der Straße schlafen. Die Flüchtlinge. Mhm. Und ähm, da weiß ich tatsächlich nicht, ob die irgendwo registriert sind, ob die von irgendjemandem Geld bekommen, wie viel Geld die bekommen und so weiter und so fort. Das sind alles so Themen, äh, die gehen. Und dann irgendwie an mir vorbei. Nein, in, in Österreich wollen sie diese, wenn ich es richtig am Zettel habe, solche Lager nennt man das nicht. Halt dort Areale, wo sie sie halt unterbringen, die, die irgendwie beschützt werden sollen oder bewacht werden sollen, ob Stacheldraht oder nicht, es kommt, sei dahingestellt. Und sie wollen auch, sie wollen es nicht Ausgangssperren nennen. Ähm, wie, der erste Vorschlag war, dass sie nur zwischen 6 und 22 Uhr oder so, also 20 Uhr auf die Straße dürfen, dann müssen sie wieder vor Ort sein und das wird kontrolliert. Und jetzt da ändern sie es so, dass sie es nicht von wegen, wann sie raus, wann sie, sie ändern nur die Formulierung von dem Ding. Also sie versuchen quasi diese Flüchtlinge ja, genau zu registrieren und dass sie genau wissen, wo sie sind und dass sie ja keinen Schaden anrichten. Ich was verständlich ist. Irgendwo. Schlecht. Irgendwo, irgendwo ja? ist es ja verständlich, weißt Weil es ist ein guter Approach. Aber aus der anderen Sicht, weißt wenn ich, egal jetzt was für ein, jeder hat so seine, also ich glaube, jeder Flüchtling, ja, egal aus welchen Gründen er da ist, hat eine krasse Lebensgeschichte und ich möchte nicht in seinen Schuhen sitzen, ja. Ich möchte mit keinem tauschen. Mit keinem einzigen. Weder mit einem Wirtschafts- noch mit einem, einem Kriegsflüchtling. Es ist ganz egal, ja. Aber der Mensch, ja, der, der Mensch. Der Mensch, der, der er ja ist, ja, der sitzt ja genauso, was ich jetzt dann um 21.30 Uhr irgendwo und es ist saukalt oder ist halt voll isoliert, spricht die Sprache nicht, hat keine Ahnung, wie er überlebt, hat, es hat er so, die Leute haben ja absolut keine Perspektive, ja. Du siehst es ja teilweise schon an unserer eigenen Jugend und, und Kriminal, Kriminalitätsraten und so weiter. Aber, aber die Leute, was soll. Da bleibt nur mehr die Kriminalität. Oder stell dir vor, die werden dann gefischt, weil viele wahrscheinlich muslimisch sind, dass sie halt kommen, doch, komm doch beten, da ist eine Gemeinschaft, das sind gleichgesinnte Muslime, unser Glauben verbindet uns. Ich, ich, ich weiß es nicht, aber so in die Richtung, weißt du? Ist, es ist schwierig, es ist so schwierig zu richten, weißt du? So, ja, sperren wir es halt alle weg. Natürlich für, für die Gesellschaft mag es irgendwo von Vorteil sein, aber es ist halt so ein zweischneidiges Schwert, weißt Weil man es so leicht vergisst. Und auch wenn ich mit Menschen drüber spreche oder auch so im Bekanntenkreis, dass die halt wirklich vergessen, dass da so Menschen sind mit einer Kindheit, mit Erfahrungen, mit so genauso wie wir da jetzt, das sind nur halt eine andere Geschichte. Ich möchte nicht tauschen. Ich denke, es ist das Wichtige ist, dass man. Achtsam bleibt und sich da nicht irgendwie auf eine Richtung lenkt. Egal, was man darüber schon gehört hat oder noch darüber hören wird. Aber das Problem ist halt, die Menschen gehen dann so fest auf die Emotionen. Hm. Und je nachdem, wie du natürlich auf aufgewachsen bist von deinem Elternhaus oder sonst in deiner Jugend im Alltag oder was du die ganze Zeit auch hörst oder liest, so verändert sich dein Weltbeginn über diesen ganzen Flüchtlingen oder Mitmenschen, weil es nichts anderes als ganz normale Menschen, klar, mit ganz anderen Hintergründen. Und es gibt auch diese Verwaltungsschiene, das ist auch klar und bewusst. Ähm, aber dann stoßen wir alle wieder in einen kleinen Karton. Und mhm. das ist nicht diese Richtung, die es sein dürfte. Aber dann verstehe ich auch wieder die anderen, die natürlich dann voller Wut äh, und Emotion natürlich wieder dagegen lenken. Weil wenn sie einen Nachbarn haben, die gehört haben, ihr 14-jähriges Kind wurde vergewaltigt von einem Flüchtling dann ist es mir natürlich auch bewusst, dass diese Leute natürlich nicht sagen, ja, nee, die müssen natürlich dort und, und bemurtet werden und, und kriegen immer schön bestes, warmes Essen. Das würden natürlich die Leute nie sagen, das verstehe ich dann auch wieder. Hm. Also hm. dann siehst du wieder, wie disbalanciert die ganze Information oder einfach Ansicht nach dieses Thematik auch ist. Der Bierprofi schreibt gerade, Tom laber nicht. Wir hatten nach dem Krieg auch keine Perspektive und Millionen waren vertrieben oder der Familie beraubt. Trotzdem sind wir keine asozialen Vergewaltiger oder Messerstecher geworden. Ich möchte da kurz darauf eingehen. Ich meine, wir. Es ist so, so, so eine Pauschalisierung. Es, es wird keine Statistik geben. Ich möchte schon wissen, wie hoch die Kriminalitätsrate oder wie unsicher es da auf den Straßen war zu der Zeit. Also, ich glaube, da gibt es ja nicht einmal irgendwie. Das kann man ja gar nicht abschätzen, aber es wird sicher nicht weniger als zuvor gewesen sein. Und es ist halt immer noch ein, ein Unterschied, ob du halt daheim bist oder. oder. Ah, es ist, es ist schwierig. Weißt ich kann ihn auch ich kann, ich, kann alle, ich kann beide Seiten verstehen, ja, bei solchen Dingen. Ich kann sowohl die, die rechte Seite verstehen oder die, die halt sagen: Okay, wir werden unterwandert, unsere Gesellschaft wird gespalten. Ich kann das voll nachvollziehen, sie haben vollkommen recht. Jeder da 100% d'accord. Nur die andere Seite ist halt so schwierig zu, zu fassen auch, weil mit wem spreche ich denn? Soll ich jetzt mir die Kamera schnappen in ein Flüchtlingszentrum oder Flüchtlinge soll ich einmal zum Gespräch bitten und die fragen? Dann habe ich eine Perspektive von wie vielen Leuten die da auf der Flucht sind. Also selbst wenn ich jetzt auf fünf, sechs frage und die sagen mal alle, ja, sie kommen aus wegen einem Kriegsgebiet, heißt das noch lange nicht, dass die meisten wirklich aus einem Kriegsgebiet kommen. Weißt du? Wie, wie, wie? Es ist so ein, ein schwieriges Thema. Und ich, das Einzige, was ich nur erkennen kann, egal ist, ob richtig oder falsch, ja, was am Ende mhm. dabei rauskommt. Und was am Ende dabei rauskommt, ist einfach ein, ein. Auf menschlicher Ebene absolut nichts Gutes, weil die Menschen so leicht etwas zustimmen, etwas zunicken. Es ist so, der Feuerhahn wird, das Feuer wird, wird wärmer und wärmer gemacht und irgendwann wirst du sagen, okay, passt ich nehme dein Angebot an hol mich hier raus ja auf Kosten von den Flüchtlingen auf Kosten von Kriegsgebiet auf diese ganzen Entwicklungen auch mit dem Soros und mit, mit diesen mag schon stimmen oder <laughs> mag stimmen ja dass der Soros das ganze finanziert oder mitorganisiert und so weiter ja es ist stimmt bin mir tausendprozentig sicher dass auch das stimmt aber sie wir haben halt da einen gewissen Zustand oder so emotional dass dieses Gedankengut, dieses Definitionen, ja, nennen wir es jetzt mal rechte Gedankengut, wenn du so willst, oder ein, ein, die gehören dann nicht her. Es ist so schwierig mit jedem Satz, weißt, gibt es ein Gegenargument, was sich die Waagschale gibt. Es ist, ich, ich finde keine Lösung zu dem, weißt, es gibt eine Lösung, dass man wirklich sagt, okay, ähm, das würde mich jetzt nochmal interessieren. Eine Frage an die 100 Zuschauer, ja, repräsentativ jetzt einmal. Was schreibt's mal bitte Plus und Minus? Die Frage ist, hm, so quasi nur in die, in die Gefühlsrichtung. ja, eher integrieren und, und so so so. In, hm, es ist urgroß, ja, aber so eher so ins Integrieren oder eher Ausländer raus. So ganz ganz überspannt. Bitz gesagt, ich weiß, es gibt u-viele Argumente, aber was ist so eure, eure Gefühlsrichtung? Gell? Macht es viel Sinn, dass man die jetzt da alle, sage ich mal, taint und alle exportiert? Oder soll es, sage ich mal, ein menschlicher Mischmittelding -Misch sein? Macht es mal plus oder minus bitte, das würde mich wirklich interessieren. Wie, 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 wie ist es bei euch, weißt? Weil ich sehe auf jeden Fall, dass die, die rechten Parteien oder ich kann es heute nicht mehr rechts nennen, die, die halt, sage ich mal, gegen das sind und damit argumentieren, dass wir unterwandert werden, dass sie halt sagen: Okay, wir stoppen die Flüchtlingsroute, wir machen Schottendicht etc. Wie seht ihr das? Also, was man auch ganz zu klar sagen muss: Also, ich denke, ähm, aus meiner Ansicht nach müssen wir es ähm, oder müssen wir es, dieser Stein ist einfach gefallen, dass es. So kommen wir oder gekommen ist, dass wir diese, diese Art Vermischen von verschiedenen Kulturen und Menschen von anderen Ländern einfach, ich würde es noch nicht hinnehmen müssen, aber so akzeptieren müssen, dass sich das Allgemeine von der Globalisierung oder von dieser Welt einfach stetig verändert. Das lebten auch nicht vor, irgendwie vor 100 Jahren die gleichen Menschen am gleichen Ort, sondern sie wandern ja der Gegenzeit äh, immer wieder mal an. Das sind durch Krisen oder durch Kriege oder so weiter und so fort mhm. und es hat ja nicht immer nur was Schlechtes was Integration dazu oder Migration ne also ich würde immer es ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert und ich denke wir können es nicht verhindern und wenn wir es verhindern wollen und das auf die Harte tun dann wird es zu einer ja ein Religionsklatschen geben also also wie sagt man es gibt nur zwei Personen du kannst es nicht in einer Linie stecken also ein, entweder wir nehmen es an und wir müssen es annehmen, weil dann, also, pff, also wie willst du es stoppen? Also, ich sage mal so: Es gab jetzt vor kurzem ja die, die EU. Ja, ich äh, glaube, gestoppt, gestoppt Afrika. ist es mittlerweile. Also, Stand jetzt ist es gestoppt. Da kurz hat auch eine Pressekonferenz heute gegeben, dass ich glaube, in Italien in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, bin mir jetzt nicht sicher, dass mhm. da keiner mehr rüberkommen ist. Also, sie haben wirklich die Übergänge dicht gemacht. Die Frage ist halt nur jetzt, dass ich mal Next Step ist jetzt, was passiert mit jenen, die, die halt hier sind, ja. Mhm. Das ist so dieses Hauptthema. Meine, sie, sie wollen jetzt doch. ja. Es ist schwierig. Ich, ich, man kennt auf jeden Fall, dass, dass die, die meisten Menschen mittlerweile in diese Richtung schiften, dass sie, dass sie es abnicken würden, dass sie halt weg sind, dass sie rausgehen. Ich glaube, man kann es äh, nicht wirklich differenzieren, sondern muss eben äh, jede Person einzeln betrachten. Ja. Ähm, also ich, ich denke mal, dass keiner von den Leuten äh, was dagegen hat, wenn äh, jetzt tatsächlich irgendjemand, der vom Krieg flieht, bei uns in Deutschland äh, Schutz findet. Und hier bei uns, äh, solange er Hilfe benötigt, äh, einfach mal so als Gast in unserem Land lebt. Ja. Aber das Hauptproblem ist ja nicht, äh, dass die Leute einfach so äh, bei uns leben, sondern dass äh, die ganze Zeit massenhaft schwere Straftaten passieren. Ja. Äh, es werden Leute umgebracht. Es gibt äh, die Vergewaltigungen. Vergewaltigungen. Äh, es gibt äh, Raubzüge, es. Äh, ja, das gibt's ja alles. Das gibt's Ante, ja alles. Der, äh, Einbrüche ist gestiegen. Das gibt's alles. Und äh, dagegen kann man eben nichts sagen. Das sind einfach Fakten. Darum auch die, und, die, die Polizei und so weiter, die mehr und mehr ähm, ähm, ges gesponsert wird oder halt hochzogen wird. Ne? Ja. Ich Zumindest ich nehmen sie das ich, als Begründung hinher. ja. Das nehmen Sie als Rechtfertigung her, um das zu tun. Was ja sicher auch einen, einen Einfluss darauf hat, weil ich sehe es auch bei mir, da in Wien, es fahrt definitiv mehr Polizei in der Nacht da herum, wo ich wohne, als zuvor. Das fällt mir auf, weil da fahren fast keine Autos und da fahren wirklich, ich sehe mehrmals in der Woche zu zwei Uhr in der Früh, drei in der Früh, wenn ich halt mit dem Hund mal rausgehe, sehe ich da die Polizeistreife fahren. Das war früher nicht so. Um. Sie rekrutieren auch zigtausende Leute jetzt da wieder. Also, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Das ist wahrscheinlich äh, kommunens oder, oder äh, bundesland spezifisch. Aber Österreich rüstet genau. da extrem auf. Naja. Also, ich, ich würde sagen, also, es ist jetzt nur mein Gefühl. Und zwar, was meine Stadt angeht. Ich würde sagen, dass die. Ähm, die Polizei, die bei uns irgendwie nachts unterwegs ist, dass sie nicht wirklich darauf aus ist, äh, irgendwelche Straftaten aufzuklären. Denn in der Regel passiert nachts wenig, in Anführungsstrichen. Ja. Äh, die, die Polizei, die bei uns unterwegs ist, die jagt zum Beispiel irgendwelche Drogendealer, die irgendeinem gestressten Manager. Der abends nach Hause kommt, äh, den Joint wegnimmt. Ja, ja, ja das stimmt. Das, das, stimmt. Das, das ist das, was äh, bei uns momentan passiert. Auf der anderen Seite höre ich tatsächlich auch, ähm, dass die Polizei immer mehr und also immer weniger und weniger Geld hat für normale Streifenfahrten und die jetzt darauf angewiesen sind, äh, mit einem Auftrag rauszufahren aus dem Revier. Und dann quasi nach Beendigung des Auftrages zurückzukommen, äh, anstatt auf der Straße irgendwo zu sein. Mhm. Mhm. Fuck, es ist, es ist, wenn's, wenn du die Probleme von außen betrachtest, es sind so viele Hotspots, die du in die Rechnung reinnehmen musst, ja. Und es ist, es ist alles miteinander verknüpft, diese ganze Weltwirtschaft. Es Welt ist im komplex. Ja, es ist. Und je mehr man sich damit beschäftigt und rein recherchiert in ein Thema, desto größer wird das Bild, dass man es fasst. Also ich tue mir wirklich schwer, wenn ich nicht Dokumentation und so weiter mir machen würde, dass ich überhaupt noch den Überblick halte. Ich meine, ich will es auch langsam weg von dem, dem Flüchtlingsthema, weil, mhm. <laughs> schau, live with it. Also Stand jetzt, die, die da sind, müssen wir uns irgendwie arrangieren und auf die eine oder andere Art und Weise. Das, was ich auf jeden Fall ver, ver, verurteile, ist diese menschliche die menschliche Komponente, die ich da, da, die ich da größtenteils vermisse, weil wenn man sagt, auch so im, im Chat jetzt, ja, von teilweise, ich meine, ich kriege das nicht, ich, ich akzeptiere eure Meinung, ist voll okay, ich kann es nachempfinden, aber es ist, wie es du gesagt hast, die, ich, jeder sollte sich darauf besinnen, dass man das immer von Fall zu Fall klären muss, es ist schwierig, weil es gibt Schicksale auch in Österreich, die mittlerweile abgeschoben werden. Der, der Bush hat eine Lehre begonnen und wird jetzt da abgeschoben, ja, und ist super anerkannt. Im Betrieb hat, hat Deutsch gelernt und wird jetzt glaube ich, nach Afghanistan oder wie irgendwo zurück abgeschoben und wird dort wahrscheinlich gesteinigt, weil er, weil er, glaube ich, dem Christentum auch noch beitreten ist oder sowas. Keine Ahnung. Es gibt immer solche Schicksale, aber. Genau, und andere Leute mit 27 Straftaten in vier Ländern, die werden einfach nur kriegen Sozialhilfe, ne? Mehr, kriegen als, mehr als ein Deutscher ja. oder ein Österreicher, ja. Und das mhm. ist, das ist auch so, das ist auch so. Es ist, es ist nur ein, ein Wink raus ins Internet an lasst euch, werdet nicht zu, zu verbittert und nicht zu, zu, zu unmenschlich. Bewahrt euch das bitte. Weil wenn man uns das nicht, dann sind wir wirklich Spielball von allen Aktionen und dann sind wir sowas von manipuliert offen und steuerbar und das soll es nicht sein. Aber nochmal ganz kurz zurückzukommen auf, wie komplex das ganze Thema ist. Ähm, Timi, wir haben da auch erst gesprochen über den ganzen Diesel VW Skandal und diese ganze Autoindustrie vielleicht auch so angeknüpft in das nächste Zeitalter mit den selbstfahrenden elektrischen Autos und Tesla und in diese Richtung. Auf was bist du da gekommen? Ja. Du hast du den, den VW Skandal ein bisschen genauer angeschaut? Was, was ist so dein Resümee davon? deiner Sicht? Äh, also mit einem Resümee wird es ein bisschen schwierig. Ich möchte mal die Sache ein bisschen ja von Anfang an kurz äh, anführen, was passiert ist. Mhm. Ähm, und zwar hat das Ganze ja vor knappen zweieinhalb, drei Jahren angefangen. Äh, das in den ja eher vier Jahren. Ähm, dass in den USA aufgefallen ist, dass äh, deutsche VW-Autos auf einem, äh, also auf einer ganz normalen Strecke, auf einmal ganz andere ähm, Abgaswerte erzeugen, als die es auf dem Testprüfstand im Labor machen. Mhm. Und ähm, da ist den Forschern aufgefallen, dass es äh, eine Abschaltautomatik für bestimmte Funktionen in Motorsteuergerät geben muss. Mhm. Also das Fahrzeug, ähm, wenn es äh, bestimmte Prüfroutinen durchfährt, wie im, äh, auf dem Prüfstand, ähm, dann kann das Fahrzeug dieses detektieren. Ähm, auf dem Chaos Communication Congress vor zwei Jahren gab es einen wunderschönen Vortrag dazu, wo die tatsächlich gezeigt haben, dass es eine Art Korridor gibt indem das auto tatsächlich den Test detektiert und solange äh, das Auto in diesem Korridor sich bewegt, also sagen wir mal 10 Minuten mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h fährt, danach auf 70 beschleunigt, danach kommt irgendwie 10 Minuten Autobahnfahrt mit 130. Mhm. Und äh, sobald das Fahrzeug oder äh, solange das Fahrzeug sich in diesem Korridor befindet, äh, dann denkt es, dass es ein Test macht und hat dann quasi optimierte Abgaswerte. <laughs> Sobald äh, das Auto dann äh, quasi merkt, dass es auf einer ganz normalen Straße ist, weil du jetzt nicht ganz sanft anfährst, sondern tatsächlich mal mit Schmackes beschleunigen musst, dann weiß das Fahrzeug hier, yeah, ich bin auf der Straße, ich kann wieder ganz normal funktionieren, also kann ich mal in Ruhe die normalen Werte raushauen, die die in Wahrheit drinnen sind, ja? Genau. Ähm, das war quasi der Auslöser des Ganzen. Danach äh, folgte ähm, ja, die, die Geschichte mit der deutschen Umwelthilfe. Und zwar ähm, ja, wurde festgestellt, dass bei uns in Deutschland in mehreren Großstädten die Abgaswerte des Stickstoffdioxids -Diox erhöht sind. Und äh, diese Werte, die wollte jetzt die deutsche Umwelthilfe gesenkt haben. Und genau aus diesem Grund haben die angefangen, bei irgendwelchen Verwaltungsgerichten zu klagen, um Fahrverbote in mehreren deutschen Großstädten zu erzwingen. Mhm. Und die deutsche Umwelthilfe ist eben damit relativ gut äh, durchgekommen. Die haben mehrere Prozesse vor mehreren deutschen Gerichten gewonnen, jetzt auch zum Teil vor irgendwelchen europäischen Gerichten, äh, so dass äh, die Städte tatsächlich Fahrverbote für Dieselfahrzeuge erlassen mussten, damit die Stickstoffdioxidwerte in verschiedenen Straßen gesenkt werden. Also ist es eigentlich was Gutes, weil sie uns ja damit schützen, dass wir nicht so verpestet werden, oder nichts? Da bin ich momentan ein bisschen skeptisch. Auf der einen Seite würde ich sagen, ja, was Gutes. Auf der anderen Seite, ähm, als Sicherheitsingenieur gelten zum Teil die zehnfachen Werte wie für die Straße äh, für den ganz normalen Arbeitsplatz. Mhm. Und wenn jetzt, sagen wir mal, ein Schweißer, also ein Schweißer, jemand, der... Äh, Metallteil zusammenschweißt, ähm, Ein Tag lang in diesen höheren Grenzwerten steckt, dann wird es ihm kaum was ausmachen, wenn er auf dem Weg nach Hause vielleicht irgendwelche erhöhten Bedingungen in der Umwelt äh, vorfindet. Ja, aber bei vielen Autos natürlich permanent. In der Stadt oder so. Mhm. Also ich. Äh, die ganze Geschichte ist ja noch viel absurder. Ähm, es ging vor einigen Jahren darum, das CO2 zu senken. Das war, das ist ja quasi der große Klimakiller, mhm. ähm, den uns, der uns quasi vorge der vorgeschoben wird, ähm, um die äh, Temperaturerhöhung, um die ja um die, um die, um, um den Klimawandel quasi zu belegen immer äh, der CO2-Ausstoß uns ja, vorgeschoben. Mhm. Äh, CO2 ist aber genau der Gegenpart von Stickstoffdioxid. Ähm, genauso wie CO2 entsteht äh, Stickstoffdioxid bei der Verbrennung äh, von irgendwelchen Stoffen. Und ähm, wenn du mit der Verbrennungstemperatur hochgehst, hast du Stickstoffdioxid. Mhm wenn du mit der Verbrennung runtergehst, hast du CO2. Okay. Die Frage ist, in welchen sauren Apfel beißt du da? Am besten in, in gar keinen davon. Also ich finde das Thema interessant, weil es hatte da viele, also für mich hat das einerseits was ein Angriff, also vom Gefühl her ja, was ein Angriff gegen die deutsche Autoindustrie generell, weil sie haben extrem auf ja. einen Manager in Amerika vor Gericht zogen und gleich auch verurteilt mittlerweile und eingesperrt. Ähm, es ist ein Angriff auf die deutsche Autoindustrie. Hinzu kommt noch, dass BMW, Mercedes und diese ganzen großen europäischen Autohersteller ihre ganzen Portfolios und ihre Zukunftspläne alle auf, auf elektrische oder nicht mehr verbrennbare Fossilienantriebe ähm, geht. Und ja, ich glaube, glaub, wir sind mitten in einem Prozess in dieser Transition zwischen Autos in der Form, wie wir sie kennen, und in den nächsten 20 Jahren plus natürlich mehr, 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 diese selbstfahrenden Elektroautos. Weil es sind ja so viele Autos schon verboten worden und zurückgeholt worden und so weiter. Jetzt diskutieren sie auch schon, dass die alten Benziner draußen bleiben müssen in Zukunft, ja. Also, so, genau, alten, alten, ist, alten, genau, also alle mit zum Beispiel ein Opel Omega B fallen raus, BMW 520i. Das sind halt schon mittlerweile ja Oldtimer, ja wenn man so nimmt. Oder die klassische E200, Mercedes Limo. Diese Sachen wollen sie auch mittlerweile ver verbieten. Und ich glaube, sie werden es eher dann so machen, sie, also weil ich mir auch schon öfters die Frage gestellt habe, jetzt angenommen. Wir haben jetzt unser Elektroauto und selbstfahrenden und super effizient und das, das, das Ding einfach. Wie machst du eine Transition-Phase? Machst du die Autos so günstig in der Anschaffungskosten, dass es mehr und mehr Leute nehmen? Aber wie, ich glaube, es ist eher so ein: wir setzen die Messlatte immer höher, 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 dass jetzt zum Beispiel auch die alten Mediziner rausfallen und immer was immer weniger, weniger, weniger Autos dann werden, um auf der anderen Seite diese Elektroautos mehr und mehr zu promoten und günstiger zu werden, mit vielleicht irgendwelchen Förderungen oder sonstigen Dingen. Ich glaube, wir sind da mitten in diesem Prozess im Moment, in dieser Transition, zwischen das, solchen Autos, die wir, wie, wie, wie wir sie kennen, und auch weiter mit, mit Selbstfahrenden und Elektroautos. Und als gestern zum Beispiel hat The Boring... Company hat die, Tochter, also die Firma vom Elon Musk, haben wir mal über den Hyperloop auch gesprochen. Die haben gestern einen Livestream gemacht, weil sie haben vor einen, eine Schleuse zwischen, boah, wo war es? L.E. und noch irgendwas. Keine Ahnung, wie, wie viel Kilometer der lang ist. Haben sie eben diese Schleuse gegraben und die Tesla-Autos werden mit einem Lift von oben nach unten, ich hab das jetzt nicht vorbereitet. Aber die werden mit einem Lift von, von der Straße nach unten befördert und fahren dann in ein Tunnelsystem und werden dann beschleunigt. Der Tesla hat dann richtig solche, solche Räder auf den Seiten, die dann ausfahren, die dann in diesem Schienensystem weiter, also sehr schnelle Beschleunigung von, von A nach B bringen, ja. Also das ist das. <laughs> und der Plan. Ja, naja, einiges und, ist es ja nichts anderes ist unsere ganz normale Autobahn. Naja, ja, Nun aber, aber unterirdisch, das ist die Animation von ihnen. Also, ja. du, du packst dich irgendwo ein und das, du wirst dann halt, sag ich mal, runterbefördert mit so einem Lift. Und die haben das jetzt schon getestet, also gebaut. Und die ich glaube, Chicago hat ein riesiges Projekt auch schon gemacht und es sind mehr und mehr Staaten, die, also sein Ziel ist halt, dass sie die großen Städte miteinander verbinden. Und die Dinge, sie können so tief graben, dass sie unter jeglichen Leitungen oder sowas sind. Zack, und dann kommt das Auto von A nach B und das Ganze dann natürlich noch mit selbstfahrenden Autos, das haben es da dargestellt, das sind dann so wie, wie kleine Busse sozusagen, wo du dann halt nur drin setzt und ein Ticket für so ein Ding soll ein Dollar kosten, hat er angekündigt. Also so ein, zwei Dollar, so wie ein normales, ein normales Ticket im Moment. Mhm. Und das wird halt dann, sag ich mal, die unterirdische, ja, der unterirdische Highway sozusagen krasse Scheiß, finde ich. Und mm -hmm. ich finde es nicht einmal so schlecht. Also ich finde es auch nicht schlecht, dass würde da vor allem die, äh, die größere Anzahl der Autos aus unseren Städten so, äh, rausholen. Ähm, ja, aber die große Frage ist, äh, braucht man's? es? Naja, ich, ich glaube schon, dass ein Verlangen da sein wird, weil, wenn. ist die zwei geschwert wieder. Also, ich predikt, dass wir ja. in den nächsten. Wisst, die Zeitangabe ist immer schwer, kommt darauf an, was passiert oder, oder Dinge, aber so in 20, 30 Jahren, spätestens in, in zwei Generationen, wird es kein werden 80 oder 70 Prozent nur mehr selbstfahrende Autos sein. Und das wird dann auch nicht mehr dein Eigentum sein, weil du brauchst dann keine 20, 30.000 Euro zu kaufen. Die meisten Leute fahren ja jetzt schon, weil es die Verkehrsanbindung gibt, haben gar kein Auto in Wien zum Beispiel, sondern fahren von A nach B, weil es eben gutes U-Bahn-System gibt. Und wenn es sowas dann gibt, dass die Städte auch noch miteinander verbindet, weißt du, gerade in Amerika, wo die Städte, sage ich mal, sehr weit entfernt sind, sich da reinsetzen mit einem Hyperloop und mit, was weiß ich, 100, was weiß ich, wie schnell sie diese, diese Dinge dann in diesem Röhrensystem äh, von A nach B schießen. Ich glaube, das wird sich ändern. Ich glaube, die Leute werden kein Verlangen mehr haben. Weil es wirklich praktisch ist. Und sie testen mhm. auch jetzt schon mit den selbstfahrenden Autos in, in wien Schwächer zum Beispiel, also am Flughafen in Schwächert, testen sie schon, haben sie jetzt ein 5G-Netzwerk aufgestellt, damit sie ihre selbstfahrenden Autos dort in Betrieb nehmen können. Das ist ein Pilotprojekt. Ja, das hatten die auch mit nur 4G-Netzen bekommen. Pff. Keine Ahnung, sie machen es jetzt auf jeden Fall, aber es geht mhm. halt in die, in die, in diese Richtung mit. Ja. In diese Richtung das müssen wir Aber auch, ne? Wegen den Verkehrsdichten. Ja, es geht also ja auch gar nicht. Schau, die Autos an auf den Straßen. Kannst also vergessen. es wird immer mhm. mehr, jeder. Vorher war es so, da hatte die Familie oder eine normale Familie, sag ich mal, ein Auto. So, weil das ist, du es sich nicht leisten hast können. Jetzt mittlerweile hat. Meine, die Leute können es sich noch weniger leisten wie vorher, heutzutage haben sie es halt auf Leasing oder Kreditrennen. <laughs> Die Bank freut sich. <laughs> Aber es wären nicht weniger Autos, ja. Es wären eher mehr Autos. Und so siehst es auch an diesem ganzen Carsharing-Konzept. Car2Go zum Beispiel in, in Österreich. gibt es das bei euch auch, solche Carsharings, wo du eine App hast, wo du ein Smart oder sowas einlocken kannst. Und da gehst du dorthin und kannst damit fahren, wird von deinem Guthaben gleich abgerechnet und du kannst das irgendwo dann stehen lassen, teilst nicht mal Parkscheine. Gibt es sowas bei euch auch in Deutschland? Ja, also wir haben äh, in Deutschland mehrere Lösungen, zum Beispiel das Drive Now von BMW, aber es gibt auch ähm, andere, ja, ich sag mal so kommunale Projekte, die genau das Gleiche machen, wo du quasi einen Pool von Autos hast und aus diesem Autopool kannst du dir dann quasi ein Auto raussuchen und damit einfach fahren. Ja, es wurde auch eine Firma. Das haben wir auch in Deutschland. Weil Car2Go und Drive Now sind, haben fusioniert übrigens dachte ich mir, da war was. Also die haben ja fusioniert. Das heißt, du hast. Die, die die, die Autos scheren. Es ist, es ist cool. Die Autohersteller verkaufen es jetzt nicht mehr, sondern sie vermieten es einfach. Das ist so das neue Konzept. Es gibt mittlerweile auch ziemlich coole Autos. Also die haben wirklich schon gute Mercedes, die dort, die dort herumfahren. Also teilweise schon, sage ich mhm. schon mal, bessere Autos zum Mal so mieten, als jemand es sich privat leisten könnte. Ja, Alibaba hat doch auch so ein Konzept in China. Das ist so also wie eine, fast wie eine. Matchbox, wo du dann das Auto nicht sozusagen mit einer Münze oder digital dann auch kaufen kannst. ne? Ja, Uber ja genauso. Uber selbstfahrende Autos dürfen wieder ja, auf die Straße. Wobei ich, ja, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die selbstfahrenden Autos oder äh, überhaupt Carsharing jetzt äh, so ein tolles Konzept ist. Was momentan in den USA äh, vorangetrieben wird, ist das äh, Sharing von solchen Elektro- ja, wie sind das? Mopeds, Laufrädern. Ah, diese, äh, diese Roller oder was? Und dieses Scooter. Ja. Genau, dieses Scooter. Das ist momentan der große Hype aus den USA. Dass du quasi an jeder Kreuzung so ein Ding hast, äh, dass du einfach mal so für ein paar Stunden ausdenken kannst, um damit von A nach B zu kommen. Mhm. Also Freude macht es sicher auf jeden Fall mehr mit dem Scooter, ne? Ist auf jeden das Fall mehr auf 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 du, hast, du hast kein Problem mit äh, irgendwelchen mhm. Parkplätzen. Mhm. Ja, die Scooter ja das damit sieht man ja halt auch in und Italien, ne? Unter ja. so ganz fremden Straßen, da fahren die die ganze Zeit mit so Westbussen herum. Also ja. ganz kleine Autos, da gibt es keine wirklichen Verkehrsmittel mehr nach. Rom und so weiter, die haben jetzt auch die Reisebusse verbannt ab dem 1. Januar, da dürfen keine Reisebusse mehr in die Städte fahren. Also Ach gut, sich auch alles. Und das ist ein bisschen, denke ich, von, von allen Sachen etwas. Also auch die, die Taxidrohnen. Auch in Österreich hatte äh, eine, ich glaube Verkehrsminister war es, äh, das angedeutet, dass das auch in der Zukunft getestet wird in Österreich. Ja, bei uns wollen es Fliegende Taxis einführen. Genau. Fliegende Taxis! Da. Was kann da bloß schief gehen? In Österreich, weißt so, du, Verkehrsminister Hofer kündigt Teststrecke für Flugtaxis an. Das war am 11.12. diesen Jahres. Und lass mich raten, neben einem Weihnachtsmarkt. <laughs> Lol. Oh, der war böse. Ho, ho, ho. <laughs> Who knows? Ich hoffe mal nicht. Aber er hat geschrieben, er hat gesagt, Hofer ist überzeugt, dass Lufttaxi etwas... Das Lufttaxis etwas sein werden, das Alt unter unser Alltagsbild prägen wird, wie am Dienstag vor Journalisten sagte, das ist nicht Zukunft, das ist Gegenwart. Diese Drohnen fliegen bereits und werden auch in Österreich bald fliegen. Hofer spricht von autonom fliegenden Drohnen, die Passagiere von A nach B bringen sollen. Der Minister kündigte einen öffentlichen Testflug mit einer Passagierdrohne an. Vielleicht werden wir im Frühjahr nächsten Jahres, also 2019, einen Testflug machen, der auf großes Interesse stoßen wird, sodass auch viele Menschen sich das ansehen können. Man muss mal dazu sagen, die, die kooperieren da auch ziemlich viel mit China mittlerweile. Also da die, die, die Richtung Österreichs von der jetzigen Regierung ist ja vermehrt Richtung asiatischen technologischen Bereich. Auch dass Österreich mhm. so extrem Vorreiter unbedingt sein möchte, was 5G betrifft. Aber es, das Bild wird sich ändern mittels. Also in den nächsten 10, 20 Jahren schaut die Welt aber absolut anders aus. Dieser. Dieser grundsätzliche Technologie-Switch einfach, weißt du? Es ist wie ein Paradigmawechsel. Es ist wirklich, wir sind mitten im Beginn eines Paradigmenwechsels, was das Handling mit Technologie angeht, was gesellschaftliche Strukturen angeht, was, was Smartphones, Virtual Reality, Augmented Reality, künstliche Intelligenz, selbstfahrende Autos, ähm, SpaceX, Satelliten, die... die, die das wird in den nächsten zehn schon in den nächsten 10 Jahren. Es ist so eine exponentielle Kurve irgendwie, weißt, die ich da irgendwie so erkennen kann, weil ich denke mal zurück in den letzten 20 Jahren, was waren eure ja was waren eure technologischen Highlights? Ich habe ein Smartphone und einen schnelleren Computer, aber so richtig krassen Scheiß war da, ich meine ja, das Handy, ja, und das Internet, wenn du es möchtest. Aber ansonsten ja, ich auch das Internet, also es gab in der ganzen Zeit, also es gab die ganze Zeit irgendwelche Innovationen. Ja, aber was für dich jetzt da, was in deinem Leben einen Impact gehabt hätte? Ja, Amazon und diese Dinge, ja, Internetgeschichten. Ja, schon Handy, Handy denke, oder? Handy ist so mobiler und kann heutzutage nach alles, was es gebraucht geben, also Du kannst mit dem anrufen, du kannst mit dem Spielen, du kannst aufnehmen, du kannst Fotos machen, du kannst. Also ich glaube, das Handy ist das Mobilste, das du momentan kriegen kannst. Ja, wie wird so das auch ja nur... Also. Und das ist viel. Also ich finde das extrem, wenn ich mir überlege, wo ich mit, oh, mit 13, 14 das erste, ungefähr, 12, 13 ungefähr, dort das erste Handy hatte, da gab es noch Klingeltöne, ne? Und da gab es <laughs> noch. Und da gab es, hallo, auch kennst du, du bist zu du bist so jung, du hast sicher nie, nie Snake auf einem Nokia gespielt, oder? Kennst du Snake auf einem oh, Nokia? Oh, das kenne ich noch, doch, ich habe ah. auch einen Nokia gehabt. Ah, sehr ja. gut, Snake, Snake super. Nokia 6210 <laughs> und dann, über war die in Verhutschnittstelle, äh, im Lahn zocken. <laughs> und wir schreiben das Jahr 2018, Alexa, spiel Snake für mich. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <laughs> es ist, es ist extrem viel passiert. Also, boah. Ja, und wenn jetzt ich das so vollspule. Und das im doppelsten, doppelten Verlauf. Also. Pff. Es hat ich übrigens Samsung nicht. heute, Samsung meldet Holog Hologramm-Patent an, an Handys an. Die haben heute ein Patent oder die Tage ein Patent eingereicht, mhm. wo du ja mit einem holografischen Display. Zumindest geht es in diese Richtung. <laughs> Krass, oder? Ja, man. Also. Es, es, wir können uns das gar noch nicht richtig ausweisen, weil es der Verstand gar nicht in einen gewissen Rahmen einpacken kann, was das überhaupt heißt und dann war noch also. eins, Microsoft Secures, ja genau Microsoft hat einen 480 Millionen Deal mit der US Army gemacht mit, dem, mit, dem, mit der HoloLens kennst du die HoloLens, Timi, die schon mal gesehen? ja die, äh, Luca, du kennst das auch? die Hololens von Microsoft, yep. Virtual Reality Brille. Es ist so ein geiles Ding einfach. Es ist so. Es war vor vier, ja, vor drei. Oh Gott, geh weg. Keine Werbung. Ich weiß nicht, ob ihr das da draußen kennt oder ob die Menschen das da, da kennen. Your also es ist, es ist eine, is eine, eine, ja, eine so Brille, die nicht die Augmented Reality. Das ist eine Mischung aus dem. Du schaust normal durch diese Spiegelbrille und sie verbindet halt das, was du siehst, macht sie, ein, macht sie digitale Dinge drauf, wie hier zum Beispiel so, du siehst ein Bild dort, da hast du so Buttons für Skype ähm, in der realen Welt, dann schaust du mal, wie das Wetter ist in so ein Hologramm und kannst das so groß zoomen, wie du willst, Du schaust du quasi durch die Brille. Ja? Fürs Arbeiten ist es ganz super. So stellen wir es halt da. ja. Ich kann mir schon, kann mir schon vorstellen, dass es wirklich äh, ein super Teil ist. Aber leider sind momentan noch viele Geräte nicht mit und nicht miteinander kompatibel. Ja, aber das ist halt nur eine Zeitfrage, weißt Das ist halt so, ja. Die... Aber du musst du mal, was das für, wie das dann sein wird. Ich meine, diese, diese Brille macht einen, die scannt 3D-mäßig deine ganze Umgebung, um dann diese digitalen Objekte einzufassen. Also, ja. es das ist ja kein, das, die gibt es ja schon zum Kauf mehr. Ich weiß nicht, ob der das darstellt. Ich meine, schau das an. Ich meine, es ist zwar die Grafik noch nicht so gut, aber es ist wirklich. Es wird sich so viel, was ich damit sagen will einfach, es wird sich so viel ändern, in den, wenn das Ding da ist, diese VR, oder wenn die Menschen mehr und mehr ein Gespür dafür bekommen für diese Welt. Es wird schlimmer sein, wie das eintauchen ins Internet. Und wir hängen jetzt schon alle drinnen, zumindest alle, die uns dazuhören oder auch in Zukunft hören, ja. Hängen alle im Netz und, und bewegen sich im Internet. Und dann werden sie sich halt in der virtuellen Welt bewegen. Und speziell die Kinder, weißt die begonnen haben mit Pokémon Go damals. So, boah, das erste, was sie mit VR oder, oder mit augmented reality kennengelernt haben, war das coole Spiel Pokémon. Wir haben uns damals mit den Freunden getroffen, sind durch den Wald gegangen, haben Pokémon eingesammelt, wie ich sieben Jahre alt war oder sowas, ja. Oder zwölf, keine Ahnung. Also, die haben so einen positiven Bezugspunkt. Pokémon Go? Was Pokémon Go? Ja, Pokémon Go. Genau. Pokémon Go ist auch vor zwei oder drei Jahren erschienen. Ja, ja, das war für mich. Also, ich finde, das war. Ein, gezieltes, ein gezielter Testlauf, um die junge Generation schon einmal fit zu machen, wenn sie ein bisschen erwachsener sind für die VR. Weil das werden die größten Fans sein. Jedes Kind, das, das sich super gefreut hat beim Pokémon Go spielen und viele positive Assoziationen haben, wird leichter in diese Welt eintauchen oder schneller dort eintauchen mit Spielen etc. als jemand, der diese Phase nicht durchgemacht hat. Na, ja, vor allem ja. wir sind. Ich denke auch die, diese Generation jetzt und die Generation noch davor, die sind natürlich vielleicht ein bisschen noch ablehnender, was das anbelangt, aber diese Generation, die jetzt kommt oder noch, noch kommen wird, die werden mit diesen Technologien sozusagen verschmelzen. Also, ja. Und die werden ja auch nicht abneigen. Also, ist ja nicht so, dass ich das auch nicht abneige, weil ich bin ja die ganze Zeit drin jetzt. <laughs> das ist eine gewisse Balance. Es ist ja so kein Unterschied auch zum, also wenn wir ganz ehrlich sind, ist da, es ist ja kein Unterschied mehr wirklich, ob ich jetzt da in eine Brille schaue oder ob ich in meinem Handy schaue. Wo ist der Unterschied? Es ist die digitale Welt. Ob das jetzt da Upgrade 2.0, 3.0, Web 4.0, 5.0, VR 1.0, 2.0 ist, ist ja ganz egal, aber du bist im Cyberspace, wenn du so möchtest. <laughs> Und mm. das. Geht. Naja, wenn du das, das ganz runterbrichst, jetzt ohne zu sehr jetzt das auseinanderzunehmen, bist du im Cyberspace, du bist in der Cloud. Ob das jetzt mit einer Brille ist oder ob das jetzt da ist, weil du dein Wetter googelst oder deine Alexa fragst nach irgendwas. Du bedienst dich der Informationswelt der Infosphäre, wenn du so möchtest. Mhm. In, in der einen ja. oder anderen Form. Und mit 5G, es gibt ja diese, diese App, diese, weiß nicht, ich es Infosphere App Heißt die Infosphere? Boah, ich muss am Handy schauen. Es gibt da eine App nämlich, die ich mir mal runtergeladen habe. Ich schaue gerade nämlich am Handy, das ist eine, eine grafische digitale Vorstellung von der Infosphäre. Hm, wo ist es denn? The Architecture of Vielleicht finde ich das auch. Das war von irgendeiner Uni die ist nie wirklich bekannt geworden. Der Architecture... Architecture... Sorry. Der Architecture of Radio. Of Radio App. Finde ich das da? Jawohl, das ist es. Also, Lars, ich glaube, sie kostet 1, 2, 1, 2 Dollar. Die Grafik ist da schlecht. Du schaust durch dein Handy, bewegst dich halt von links nach rechts und du siehst in dem. Ja, das ist ein schlechtes Video, vielleicht ist es da besser. Und du siehst in. Ich brauche endlich für den Fire... Warum blockt er das nicht eigentlich? für den. Da ist es. Und der zeigt da quasi die ganzen Wi-Fi-Hotspots, die ganzen Satelliten und sie nennen das ganze Infosphäre. Sie stellen bildlich die Infosphäre dar, was die einzelnen Sendemasten, wie sie ausstrahlen. Fragen nicht, wie es genau technisch ist, da gibt's zu viele Details dazu, ja. Aber das sind quasi die verschiedenen ja, Sendemasten. Also. Architecture of Radio heißt das, für IOS gibt es das, ladet euch das einmal mhm. runter und schaut es einmal, weil es ist so interessant, ihr könnt dann in eurem Umfeld schauen, was das so alles auf euch abstrahlt, ob das wirklich jetzt 100% stimmig ist, weiß ich nicht, aber ich kann auf jeden Fall, wenn ich mich herum bewege und ich weiß ja, wo meine großen Sendemassen im Umfeld sind, ich kann direkt hinzeigen und ich sehe auch so Zusatzinfos, zum Beispiel, was es genau ist, welches Handynetz es ist und solche Dinge. Und du siehst auch die Satelliten, ziemlich arg, ja? Und wenn es da überlegst, es gibt quasi eine Welt, die jetzt nicht so mit unserer Wahrnehmung wahrzunehmen ist, sondern es gibt einfach eine digitale Dimension, wenn du so willst, fast schon. Und ja, das ist. Hm. Naja, als Dimension würde ich das. passiert? Wie bitte? Also als Dimension würde ich das Ganze nicht bezeichnen, weil es äh, immer noch äh, Dimension passiert. Aber es äh, sind so Sachen, die man eben nicht so ohne weiteres sehen kann. Hm. Hm. Ja, es ist irgendwie nichts. Ich, ich, ich habe mir vorgenommen, ich habe mir da schon so viele ähm, 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 Notizen gemacht, ich werde das irgendwie versuchen, in ein Video zu, zu packen oder es irgendwie darzulegen, so wie die Welt in, in den nächsten Generationen ausschaut, in wie, wie weit es hinführen könnte aber ich, ich stelle mir auch immer mehr die Frage auch in Bezug jetzt auf meinen kleinen Sohnemann der jetzt vier Monate ist wann und wie ich ihm einen Zugang zur Cloud jetzt einmal gebe ja ich meine, ganz mm. einfach du kaufst dir ein Tablet für 30 Euro bei Amazon und wirfst das einfach äh, in die, ins Bett von ihm <laughs> ja genau <laughs> nein Nein, Fail. Nee, nee. Nicht. nee, das nicht. Wenn dann muss es schon das iPad Pro sein, ja. Achso. <laughs> mit dem Stift? Nein, mit, mit Gesichtserkennung. Hm. Okay. Also, wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. wie soll Gesichtserkennung funktioniert ja eigentlich äh, bei Babys? Hat das irgendjemand mal ausprobiert, ob die Gesichtserkennung von Apple bei Babys funktioniert? Ja, theoretisch muss, oder? Gesichtserkennung bei Babys? Ja, soll. <laughs> Gute Frage. Gute Frage. Nein, muss aber so... Hm. <laughs> hm. Ja, möglich wäre es schon. Ich meine, wir rufen da jetzt so auf, dass ihr zu euren kleinen Babys gehen sollt und, und, und das iPhone jetzt da reinhalten sollt. Nein, aber es wird, es ist, es ist, es ist schon, es wird schon interessant, dieser Spagat. Den, den, das wird ganz essentiell werden in den nächsten Jahren für uns als, als Kollektiv was wir aus dem Thema Technologie machen, beziehungsweise was das Thema mit uns macht. So wie mit dem Internet, ja. Also ich glaube, den, den meisten sind schon, wie oft schauen Menschen aufs Handy pro Tag, gibt es ja auch Studien, es ist horrend viel. Also ja. dieser Zugang zu dem Cyberspace, ja, wie mehr und mehr die Menschen ein Verlangen haben, diese Informationscloud anzuzapfen. Sei es ein YouTube-Video, ja, sei es eine Nachricht, sei es ein Podcast, sei es, weil ich mich mit Leuten austausche, sei es ein Computerspiel oder was auch immer. Ja, also die Menschen leben ja mehr und mehr schon in einer Parallelwelt. Das ist das Internet. Ich habe mal ähm, die, die Bianca gefragt, also meine Freundin gefragt, was Schau sie, beschreib mal das Internet. Also, nein, das kannst du besser. Ich, doch, doch, ich möchte mal von dir hören. Beschreib mal das Internet, ja. Und ich sage, so, okay, lass es. <laughs> ist okay, ist okay, lass es. Das, also, die Menschen wissen ja mittlerweile, und ich kann es auch nur dadurch, dass ich durch diesen Beruf gegangen bin, ja, logischerweise. Ich weiß auch nicht, wie ein Auto funktioniert jetzt im, im Detail. Aber immer mehr und mehr Kinder und Jugendliche wachsen halt mit dem Verständnis auf, dass es da das Internet gibt, ohne es überhaupt verstehen zu können. Plus dann die VR, plus dann die AI, plus dann die ganzen Dinge, die dir dich halt unterstützen bei deinen Dingen. Eine Alexa zum Beispiel, was ja ziemlich praktisch ist für viele, die das benutzen. Mhm. Autos, äh, generell dieses ganze Interagieren mit der Sprache, mit der Stimme. Ja. Krasse Veränderungen sehe ich da in meinem inneren Auge. Wirklich krasse. Die Arbeitslosenraten, die da hochsteigen, das, das wird noch so. Hm. Intensiv, würde ich es bezeichnen. Ja, es wird schon ein aufregendes. Und wir sind mittendrin. Wir, wenn wir, sie wir, kommt. Ja, wenn nicht vorher schon die kataklysmischen Prophezeiungen aus der Vergangenheit eintreffen, oder wie? Nimm die oder nimm irgendeine Weltuntergangstheorie, nimm irgendwelche Viren, Bakterien, die uns alle ausrotten, nehmen irgendwelche kosmischen Ereignisse. Irgendwie gibt es momentan sehr viele Sachen, die uns, die quasi so wie, eine, wie ein Schwert über uns hängen. Ja, ja das stimmt. Es das stimmt. Das sind auf jeden Fall wichtige Zeiten. Also, es entscheidet sich sicher für, für unsere Spezies ein, ein großer Schritt. Und ich glaube, die UN, oder die UNO, UN mit, mit den 200 Milliarden, wie Klima und so, hey, das, das Klima. Die Erde ist definitiv in einem Veränderungsprozess. Solarminimum, der Sonne und so weiter und so weiter. Es gibt da auch, was ich, meine, ich wollte jetzt nicht, nicht abschweifen, nur als Tipp für die, die es recherchieren wollen. Ja, Es gibt da ein... Der Suspicious Observer hat... Ich will das Thema gar nicht aufmachen. Ich vergiss es. Es, es geht halt um ein... ein ich will... will ich ich, dachte, ich? Nein, ich weiß, nicht. Ich, ich weiß nicht, ich bin so... Doch. Komm, doch, <laughs> komm. Soll ich? Soll ich? für uns für, für uns. Ja, ich es... lass sagen. es lieber sein. Okay, okay, Dimi sagt, ich soll es sein lassen. <laughs> 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 Na, es passt es nicht. das wäre zu zu krass. Was ich immer noch aufgeschrieben habe, wir haben da ein paar Links gesammelt. Noch, ich würde gerne nur oberflächlich einmal kurz mit, mit, mit euch durchgehen so so ein zwei zwei Kommentare. Vielleicht von vom, vom, vom Luca oder Timi, was euch halt dazu einfällt. Zack, da haben wir den 1 Flughafen Wien-Test 5G-Netz, das haben wir schon gehabt. Wir haben. Füge ruhig was hinzu, Luca, ja? Personalien, Mark Meile soll neuer US-Generalchef, Stabschef werden. Also der Trump hat ja auch wieder mal <laughs> aussortiert. Nur von der Mark Meile ist er ja so ein ganz spezieller Typ, Luca, oder? Hm. Das war ja der. Also ich finde, äh, find, ja. also find, der ist. Also er gehört für meiner Ansicht nach noch zu einer äh, Gruppierung dazu, nenne ich mal, oder generell dazu, die noch aggressiver äh, vorgehen werden gegenüber China und Russland. Er hat auch in den letzten Jahren permanent und aggressiv sich geäußert gegenüber China und Russland und Iran natürlich auch und Nordkorea, aber gegenüber nur vor allem China und, und Russland. Und dass er jetzt ihn zum Stabschef oder zum Oberst-Chief ja, sozusagen genannt hat von den Amerikanern für das Militär, hm. zeigt schon, in welche Richtung, dass äh, die Amerikaner bzw. das Militär pushen wird. Hm. Ich habe da so einen Einspieler von, von ihm, da hat er eine Rede gehalten, ich habe den Link geschickt im Discord, Luca. Und zwar hm. war das vor zwei Jahren, da hat er eine Pressekonferenz hm. gegeben. I want to be clear to those who wish to do us harm. I want to be clear to those around the world who want to destroy our way of life and that of our allies and friends. The United States military, despite all our challenges, despite our op tempo, despite everything we've been doing, will stop you and we will beat you harder than you've ever been beaten before make no mistake about that. other an <laughs> so, countries russia china iran and north korea went to school on us they closely watched how we fought in 91 and 03 they studied our doctrine our tactics our equipment our organization our training and our leadership and in turn. They revised their own doctrines and they are rapidly modernizing the military today to avoid our strengths in hopes of defeating us at some point in the future. Es ist so, es ist so krass, also für die, die es jetzt nicht verstanden haben, halt auf Englisch. Er, ja, was macht er? Er es ist eine klare Ansage an China, Russland und Iran. Und Nordkorea noch in dem Fall. Der meint, die haben die uns, aus unseren letzten Kriegen gelernt, haben sich angepasst, haben unseren Way of Life gelernt und wie wir militärisch vorgehen und rüsten ihr eigenes Militär auf, um uns irgendwann in der Zukunft zu besiegen. Ja. Na, das finde ich krass von der Einstellung her. Ja. Na gut, Recently, ein a senior Russian official, Ambassador to the United Kingdom, Alexander Kadomenko. he said, quote, The established world order is undergoing a foundational shake-up. The jetzige World Order wird zum Ruckeln kommen, hat ein ein Botschafter der Russen in London gesagt vor 2 Jahren. Man kann man sehen, wie man will, ja, die Amerikaner fühlen sich da halt sehr bedroht militärisch. With the Crimea, Ukraine and Brexit. He went on to call for the dismantling of NATO and the European Union. And he said, quote, Russia can now fight a conventional war in Europe and win. Russia is the only country that will remain relevant forever. Any other country is dispensable. And that includes the United States. We are in game now. End quote. We can now and we will remain in the future. Retain the capability to rapidly deploy and. Aber geil, und der Versprecher. Wir werden auch in der Zukunft irgendwie bereit sein, um zu zer- äh, zum, wie, was ist deployen, zum, zum Ausliefern militärisches ähm, Gerät halt. Und er verspricht sich da und sagt, uns will zerstören sagen. Retain the capability to rapidly to deploy <laughs> destroy, deploy. And, and we will deploy. destroy any enemy, anywhere, anytime. Additionally, ja, the battlefield will be highly sprechen. complex. Voll. Almost certainly. in dense urban areas and against an elusive ambiguous enemy that combines terrorism and guerrilla warfare alongside conventional capabilities mixed with large civilian populations ja also es geht auch in die direction ja. ja die usa halt und der typ ist jetzt der neue generalstabschef weiß nicht mm. ob das so der that's the best beste weg ist ja das ding ist mir das einfach nicht vergessen amerika wird in den nächsten Ja, fünfzehn, fünfzehn 15 Jahren einfach von der Weltmacht verschwinden, beziehungsweise vom Platz, weil China das übernehmen wird. Ist die Frage, mit wem es gemeinsam zusammen sind. Also, ich glaube, als, als, als alleiniger Player werden sie es nicht mehr schaffen. Glaubst du? <laughs> hm. Das ist die Frage, wem wer das sich dann den Amerikanern zuwidmet. Das gibt das ist so verflochten, so verstrickt, das kann man nicht einfach so sagen. Mhm. Aber er, hat auf, er hat auf jeden Fall ausgemistet es wieder, also er, er nominiert ne. ja auch, der dann Interims-Stabschef jetzt der jetzt genannt. Für, für sein eigenes Team, da ist auch so die noch immer die Spekulation, ob nicht der, der Kushner, sein Schwiegersohn, da den Posten dann später bekleiden wird, nächstes Jahr. Die Rochade geht, geht einfach weiter. Er misstet auf jeden Fall aus. Lass uns weiter schauen. Wir hatten auch, für die, die es nicht mitbekommen, haben wieder ein Attentat in Straßburg. Weiß man da mehr, was ist da rausgekommen? Hast so, du das am Radar gehabt? War es ein mhm. Terroranschlag oder ein, ein Familien oder irgendein Drama? Oder war es wieder so ein terroristisch-muslimisch-IS-Geschichte? Das ist das klassische. Ja, ja. Also, die IS hat sich auch reklamiert für das. Ah, okay. Per Twitter nehme ich an, ne? Ja, über diesen, diesen, ja, islamischen staat äh, nachrichten -Kanal sozusagen. Okay, okay. Also, die Kurzzusammenfassung ist: äh, auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt ist ein Typ herumgelaufen und hat mit einer Pistole äh, in die Gegend geschossen. Mhm. Drei Menschen hatte er sofort getötet und viele andere wurden verletzt. Und dann äh, konnte er tatsächlich äh, leblos entkommen. Mhm. Einige haben gesagt, dass er über die Grenze äh, geflohen ist nach Deutschland. Deshalb äh, wurden ja rund um äh, Straßburg die Grenzen auch zu Deutschland dicht gemacht. Mhm. Und die ganze Zeit kontrolliert und äh, ich weiß, bei uns in der Innenstadt gab es zum Teil eine Aufruhr, weil dort ein, also er ist angeblich in einem Taxi geflohen, und bei uns äh, wurde in der Innenstadt ein Taxi mit französischen Kennzeichen gesehen. Okay. Ah, deswegen kommt Und Frage. deshalb ist das SIK bei uns angerückt, um äh, den Fahrer zu kontrollieren. Ich verstehe. Und äh, ich, äh, vor zwei Tagen wurde er in äh, Frankreich bei einer Schießerei dann erschossen. Aha. Zwischen also, der Polizei und, ähm, ja, und ihm. Okay. Ja. Das ist quasi so die Zusammenfassung. Ich, ich, ich gehe das nur mal so übrigens, kurz. ja Das war übrigens äh, der Typ, wo ich vorhin angedeutet habe. Äh, der hatte... 28 Verurteilungen in vier Ländern und äh, der war. Also, einige, eine Zeit lang war er bei uns in Deutschland und wurde dann aus Deutschland abgeschoben nach Frankreich, weil er französischer Staatsbürger ist, aber in Wirklichkeit äh, irgendwelche Wurzeln. Mhm. Ich sage mal so in, in Richtung Flüchtlinge. Okay. Okay. <laughs> ja, ja. Was, Und ja. die al sagt, dass er jetzt einer von denen war. Was man davon halten soll, keine bleibt dahingestellt, ja? ja. Klatschen wir mal die, die, die Highlights oder die, die paar Dinge noch kurz, kurz raus, nur dass wir es, sag ich mal, abgehakt haben. Wir haben dann noch ein Nordrhein-Westfalen-Landtag verabschiedet, neues Polizeigesetz. Was, was ist da genau passiert, Luca? Oder genau, was ist daran so, so schlimm? <laughs> Ja, es ist einfach, dass sich da äh, ja, Bundesländer weiter die, die in Bereichen eigentlich ihre Polizeigesetze einfach verändern und sie mehr Befugnis bekommen, gegenüber Medien, äh, Social Media Bereichen, ja. wie WhatsApp und so weiter, da äh, verschlüsselte Nachrichten zu durchsuchen, äh, zusätzlich äh, allgemeine Kontrollen durchzubringen in gewissen Zonen, Personalkontrollen. Also sie Dußfesten. bekommen einfach viel, viel, viel mehr für ein um die Leuten und allgemein ja, zu ah, leuchten. Also NRW wird äh, mal wieder zum Polizei nach Bayern. Ja, da hat man ja auch ja. letztes Mal vor zwei Wochen geredet auch mit den mit den Gesichtserkennungsüberwachungen, die sie jetzt scharf schalten. Wo war das in Mannheim? Das in, war in Mannheim. Mannheim. es ja. letztens übrigens irgendwelche News, dass dieses Projekt total gescheitert ist? Ah, okay. <laughs> Ja, wahrscheinlich lassen uns das eine Projekt sterben und machen es unter einem anderen Namen weiter. <laughs> Ziemlich sicher. Wurscht, weiter im Text, weiter im Text. Was haben, was haben wir noch? Wir haben neue CDU-Chefin Kramp-Kahnbauer löst Merkel ab. <laughs> Bei der finde ich interessant, ich habe die mal ein bisschen nur durchleuchtet oder recherchiert. Die ist ja ganz, ganz, ganz dick befreundet mit den Franzosen. Also wenn man sich so ihre Auszeichnungen einmal anschaut, nur mal von denen, ja. Ehrenzeichen des technischen Hilfswerks, okay. Kommandeur del Order des Palmes Academics. Sie ordnen wieder den tierischen Ernst. Sie ist Offizier del Orden National de la Legion de Anna, Offizier des, Na des Nationalen Ordens der französischen Ehrenlegion. <laughs> okay, also die ist auf jeden Fall, die ist auf jeden Fall, ja. Offizier in der französischen Ehrenlegion. Was man auch immer davon halten kann, ist auf jeden Fall ein Franzosenfreund. Das bleibt auch spannend. Ich kann mir zwar so nicht vorstellen, dass die die Wahl gewinnen soll, außer sie schaffen es echt eine politische, krasse Medienkampagne. Aber ja, weil wir das letzte Mal noch gesprochen haben, wie es wird, der März oder er. Was da auch interessant war, ich habe gesehen, der März hat ein Interview gegeben, eine kurze Stellungnahme, nämlich auf dem Transatlantic, wie heißt diese Organisation? Transatlantic Commission, na, wie heißen die? Die Transatlantik... Oh, wie heißen denn die? Die Brücke? Ja, Transatlantikbrücke. Die haben einen Ball gehabt. Und ich finde es jetzt dann nicht, aber witzigerweise habe ich... Ich bin mit dem Alexander Soros, also mit dem Sohn von, von George Soros auf Instagram verbunden. Twitter. Und der haut immer interessante Infos raus, beziehungsweise macht er immer Fotos von dort, wo er gerade ist. <laughs> Und also nur als, als, als Recherchetipp vielleicht, ja. Abonniert solche Leute auf Twitter, weil das, das bringt eine weitere Sichtweise, ja. Er postet die ganze Zeit nur irgendwie mit, mit eben Flüchtlingsgeschichten, der arme Papa, dann auf welchen Events er ist, wen er gerade trifft, wegen seiner Open Society, ja. Auch der Kurz, unser, unser Bundeskanzler, war ja auch nachweislich liiert mit der Open Society. Da waren es wieder in Rom, in denen wir uns da getroffen Partnership Open Society und die EU-Kommission. Habe oh, ich noch gar nicht gesehen. Part of this partnership between Open Society and the commission and Roma Education to improve education opportunities for Roma youth. Also für die Zigeuner. Tja. Das ist, ja. Ich entdecke immer mehr Twitter für mich. Und man muss die richtigen Leute <laughs> man muss die richtigen Leute abonnieren. So, neuen Justizminister haben wir auch in Amerika. Da ist der William Barr. Haben wir zu dem irgendwas? Gibt es zu dem irgendwas zu sagen? Ich kann es nicht mehr genau erläutern, aber der ist auch extrem gegen, ich glaube, Obama oder die Clintons. Also er mhm. hat irgendwie mal eine, irgendwie eine, 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 eine Durchsuchung auch äh, gefördert und ist extrem hinter Trump, also da hat ein ein nächstes Herrchen gefunden <lacht> <lacht> und das ist, glaubt ich, das auch das Ziel, dass also, er Trump Leute in seinem Kabinett und seiner Regierung und so weiter und so fort hat, die er komplett vertrauen kann und für seine Politik fürsprechen mhm. und deshalb die ganze Zeit diese Switches. Ja, 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 er kann wahrscheinlich auch. Ich meine, kommt mal jetzt gerade, wenn ich wenn ich permanente Switches habe, dann kann ich die Leute ja nicht einmal eigenständig arbeiten lassen, sondern wenn ich diese Positionen, wenn ich die Teamleiter permanent raushaue, habe hm. ich natürlich mehr Macht dadurch, oder? Weil die kann man so sagen, ne? Es ja. Ja, spielt auf jeden Fall, also kann auf jeden Fall Trump in die Hände spielen von Fall zu Fall. Was haben wir dann noch? Was haben wir noch? Wir haben einen Papstbesuch 2019 bei den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das finde ich auch interessant. Ich glaube, das ist das erste Mal, Luca, oder, dass der in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist. Genau. Oder? Also allgemein auch äh, in den muslimischen Bereichen gehen immer mehr die Türen auf zwischen dem Vatikan mhm. und auch die Billigen, auch die beim Mekka und alles weiter, wollen sie auch die Türen mehr öffnen. Und er hat auch einen Besuch nach Japan und Nordkorea sozusagen schon bestätigt. Also der Papst reist in vielen Ländern, die er noch nicht war. Wieso auch immer. Ja. Ja, ja. Ja, das, das sollte man auch am Radar haben, wo sich die ganzen Leute treffen langsam. da auch in diesen, in diesen Religionsebenen tut sich da einiges. Sollten man auch immer im Zettel haben. Dann haben wir da noch Unregistered Foreign Agent, Clinton Foundation Oversight Panel, here's Explosive Testimony. Da war ein Hearing, ich habe es mir nicht im Detail angeschaut, ja, aber es war ein Hearing vom, was ist das? Es war ein Hearing einfach, wo die Clinton Foundation vorgeladen war und Stellung bezogen hat zu einigen Sachen. Und die dürften ziemlich viel Gesch Geschichts-Geschicht, äh, sage ich, ähm, finanziell korrupt gewesen sein. Und es geht sogar so weit, dass schon spekuliert wird, ob sie ihren NGO-Status verlieren würden. Was heißt, sie müssen es nachsteuern und wären instant tot. Also ja, Clinton Foundation. Angriff auf die Clinton Foundation kann man jetzt da sehen, wie man will. Ja, ist auf jeden Fall mal was Gutes. Ist Bewegung. Alle, die sagen ja, Q und, und, und Trump wird uns retten, für die ist das auf jeden Fall eine positive Hilfsbotschaft. Was haben wir noch? Ja, vor allem, dass Trump ist ja auch, das hast ja schon mal gezeigt, hat, dass Trump auch meinte, dass, dass sie demnächst mal ins Gefängnis landen wird. <laughs> ja, stimmt also da, so ist das Twitter-Post, was du mir das letzte Mal gezeigt hast, gell? Also ich, das wäre natürlich für ihn der goldige Schlüssel für seine weitere Wahl nach, wenn er sie noch ins Kästchen bringen könnte. Und das würde ihn ja. pushen. Also ich stelle dir vor, dann in die, in die ganzen News, Kill Clinton aus den und den Gründen dann äh, wird vorgelegt, dass das und das gemacht wurde und dann geht es in die Kiste was dann aus in Amerika abgehen wird, wenn die dann <laughs> offiziell noch drin ist. Na, schau mal was da was, was der Trump im Moment twittert. Der ist immer cool, der ist immer cool zum Verfolgen. Ich bin, mich würde echt interessieren, ob der seine eigenen Twitter-Dinger schreibt oder nicht oder, oder ähm, hier geschrieben wird. Was der da manchmal raushaut. We have defeated ISIS in Syria. My only reason for being there during the Trump presidency. Das ist auch das. In, in Syrien haben sie ja jetzt eine Kooperation zwischen Russland, Syrien und der Türkei. Die wollen da, sage ich einmal, ja, die werden dort organisatorisch den Frieden herbeiführen, wenn du so willst, haben sich geeinigt. Und der Amerikaner nimmt das mittlerweile ab. Und dreht es natürlich so. Erst vielleicht stimmt auch, seitdem der Trump in Syrien quasi war und ein paar Dinge bombardiert hat, seitdem herrscht plötzlich Frieden, ne? <laughs> Genauso Frieden <laughs> im Sinne von, wenn man das war auch von dir, Luca. Ja, was ist Israel Netanyahu to make ties with Saudi Arabia Public in coming months? u oh, krass, oder? Das, das war noch vor ein paar Jahren so never ever, dass sich die Israelis jetzt mal offiziell mit den Saudis da befreunden. Ne? Ja, ja, und jetzt um. plötzlich <laughs> nähern sie sich. Das ist. Genau. Boah, wer ist dann halt das nächste Ziel? Das ist immer so. Diese Bewegung, die jetzt sagt, ja, der große Weltfrieden kommt, der große Weltfrieden kommt. Ich bin mir nicht sicher, ob der gut ist für uns. Wenn die großen Player, denen es immer scheißegal war, ja, und Menschen geopfert haben in Kriegen und Anschlägen und was weiß ich, ja. Wenn die plötzlich sagen, hey, wir ziehen plötzlich am gleichen Strang. Mhm. Oh, ich, boah, ein, ein Teil von mir denkt sich, yay, yeah, super. Und denkt, der andere Teil im Moment ist so, mm -mm. sei vorsichtig, freu dich nicht zu früh, lauf nicht hinterher zu dem, was du dir immer wünschst. Selbst wenn die Clinton jetzt verhaftet wird und selbst wenn, ein, sage ich mal, Kleiner Pädophilring oder größerer Pädophilring aufgedeckt wird. Oder selbst wenn auch im, im, im Vatikan ist ja auch so ein krasser Skandal wiedergekommen, wo der einer der vertrautesten, Papstvertrauter George Pell missbrauchte Chorknaben. Also selbst das kommt raus, das ist quasi Nummer vier in der Kirchenhierarchie. Das ist nicht irgendein kleiner Bischof in irgendeinem Ort oder so, das ist so richtig. Ja, das ist. Das, das ist, ist der Finanzminister gewissend. Ne? Ist er das? Mhm. Krass, das Und das Krasse ist ja, was viele nicht gesehen haben oder nicht gelesen haben, vielleicht, das war ja wirklich eine, eine komplette Internetsperre oder Mediensperre. Also, die wollten es gar nicht zuerst so ja, <laughs> öffentlich sagen. Also, es ist der, 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 der Vorrang, der ging die, ja schon. Was ist mit Mediensperre? Sie haben das das wurde auch im Text geschrieben, also, sie haben U-Langes in der Öffentlichkeit vorgehalten, dass da ein Prozess mit dem im ist, wegen der ganzen Kirchen. Ne? Also Australien ist ja dort äh, auch tätig gewesen. Mhm. Und das kam jetzt eh selbst in die Öffentlichkeit. Okay. Und das ist schon auch krass. Dass sich da immer mehr Sachen ja, offenbaren. Ne? Die Frage ist halt wirklich: <laughs> man müsste mal die Frage stellen: inwieweit weißt, da wissen die Päpste selbst, was da passiert? Ich meine. Ja, mhm, gut, eigentlich. Eigenes, eigenes Thema. Und ich, ich denke mir noch immer, warum ist der Ratzinger in Frühpension gegangen im Burnout? Es ist noch immer so: so, hm, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Vielleicht nimmt es mit ins Grab. Schauen wir mal. Voll die Bewegung. Voll die Bewegung. Mhm. Was haben wir noch? Israel Hammer, wir haben die News noch, die ich sehr erwähnenswert finde. Temple Ready, Altar dedicated on Lost Day of Hanukkah bei Activist Groups. Und zwar geht es darum, dass Israel, ich muss dazu sagen, ich will nicht viel darüber erzählen, weil ich es mir noch nicht so angeschaut habe, dass ich es frei erzählen könnte in den, in den Urtexten selbst. Ja. Ähm, es gibt ja diese Chabat diese Luba, heißen die so? Chabat Luba? Und immer spricht, witch, 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 mhm. ähm, die ja sagen, wir müssen den dritten Tempel und diese Dinge, die halt in, in den Geschichtsbüchern, in diesen religiösen Schriften stehen, müssen wir alle bewerkstelligen, diese To-Do-Liste, -to damit der Messias endlich kommt. Und das ist nicht nur diese Czabat Lubavitch, oder wie sie auch heißen, das ist auch diese Temple Society, glaube ich heißt sie, ich bin da gerade dran und recherchiere das rein, habe damit begonnen, ich schaue, dass ich das auch in ein eigenes Video vielleicht irgendwie packen kann, die Information. Was sie auf jeden Fall gemacht haben, ist, sie haben ein, ich suche das Video kurz, Gibt es mal eine Sekunde. Und zwar Jerusalem-Tempel. Altar war das. Sie haben einen Altar eingeweiht. Und der Altar dient dazu, wenn ich es richtig verstanden habe, ich nehme es nur den Erzählungen von dem Typ, der das Video jetzt da jetzt gemacht hat. Sie haben einen Tempel gebaut aus wenn ich ihn richtig verstanden habe, nicht aus, aus Metall, also nicht mit Werkzeugen, die aus Metall sind, damit du das Gestein nicht verunreinigst. Was interessant ist, allein dieser Aspekt, weil der... Der sulu schamane der auch mit David, David Icke da sehr kooperiert hat, hat auch mal in einem Interview gesagt, dass sie damals diese Dinge, diese Ressourcen aus der Erde nicht mit Werkzeugen abbauen haben dürfen, weil sie sonst verunreinen. Nur so als Not am Rande. Und auf jeden Fall haben sie dort ein, eine Zeremonie wirklich per Anleitung gemacht. Diese, diese Organisation hat auch eine eigene Münze vorgestellt, diese Temple Coin, wo der Trump und Cyrus drauf ist. Wo ist es denn? Ich hatte das da kurz. Und das war jetzt, ähm, um, Gott, gerade habe ich es in der Vorschau gehabt, egal. Right Auf jeden Europa. Fall machen, machen die, ja, die ja, ihr Public, Public Viewing, wie sie diesen Altar einteilen, ein, ein Wein und sie opfern darauf ein Lamm. Sie haben es nicht hier geopfert, live geopfert, sie haben es, sage ich mal, im Hintergrund geopfert und es wurde dann nur ein Bein davon verbrannt. Dann am Schluss... Und sie beten und sie geben Gaben und es gehört auch es können mehrere Dinge dazu. Und das bin ich noch am Rausrecherchieren, weil ich mich noch nicht so im Detail damit beschäftigt habe. Es sind die Ideologie oder die, das, die, diese Gruppe, die das veranstaltet hat dort, sind auf jeden Fall Neo-Zionisten. Also es sind so richtig diese ganzen Hardcore-Typen. Und die gehen nicht davon aus, so von wegen, okay, dann wir warten, bis der Messias kommt und dann wird alles cool für uns und wir werden erlöst, sondern wir müssen unsere Hausaufgaben machen, wir müssen als erster einen Altar ready haben, weil erst wenn der Altar ready ist, kann der Tempel eingeweiht werden. Dann wird der Tempel gebaut. Es braucht diese Minora, den, den Kerzenleuchter, es braucht dieses Gefäß, was ausschaut wie ein Wasserspender, was aber definitiv nach meinem Bauchgefühl, was ein ganz ein anderes Werkzeug war, wie nur irgendein so Getränkespender oder sowas. Und sie müssen ein Lamm opfern. Und es gehört auch noch Stichwort, diese rote Kuh, die ja gezüchtet wird, oder gezüchtet wurde. Ja. Es gab ja vor Luca, du weißt das sicher noch, diese rote Kuh gezüchtet. Sie haben gesagt, mhm. na für eine rote Kuh zum Religionskrieg. Genau, rote Kühe sollen Tempelberg zurückerobern. Und es steht irgendwie geschrieben, dass wenn du, glaube ich, dieses rote Kalb, wo aber der auch... Der des Weltenuntergangs. Genau, genau, der Vorbote des Weltenuntergangs. Und die warten jetzt nicht, bis, sag ich mal, randommäßig irgendwas ähm, ähm, na, hochkommt oder halt geboren wird. genau sondern dieses Temple institut Sie haben auch einen eigenen YouTube-Kanal mit 30.000 Abonnenten. Da bringen sie halt so ja, ihre Updates, wie es ihnen halt so geht. Und sind halt wirklich hardcore an diesen neo dran, diese ganze Institution. Und das sind auch jene, die die Kälber klonen. Und auf ihrer Facebook-Seite, ich kann euch das einmal kurz, kurz zeigen, wir haben das, glaube ich, letztes Jahr oder so auch, auch schon einmal besprochen. Zeigen Sie die Videoaufnahmen vom, von den Kühen, die sie da schon gezüchtet haben. Und die sind rot. Das sind die. Und das war im Jahr... Ah! Letztes Jahr war das. Aber es ist noch nicht ganz erfüllt, weil es steht in den Schriften geschrieben, dass es auch rote Hufen haben muss. Also es muss komplett rot sein. Und es darf kein einzig weißes Haar im Fell sein. Und das ist anscheinend noch nicht so erfüllt. Aber die, die züchten halt rote Kühe, damit sie es dann später opfern können, damit diese Dinge in der Prophezeiung erfüllt sind, damit sie dann eben den Tempel bauen, wo ich mir dann immer noch denke, wie will er denn diesen Tempel bauen, wenn, ich meine, eins muss uns, uns uns klar sein, wenn die Juden oder halt diese Gruppe, wenn da wirklich dieser dritte Tempel gebaut werden soll, dann muss der dorthin, wo diese goldene Kuppel steht, ja? Was mich wiederum zu, zu der Frage bringt, was muss erst passieren, damit das größte Heiligtum der Muslime in der Welt dem Erzboden gleichgemacht wird und dann wer andere dort drauf baut und was das erst für einen Impact in der Welt haben könnte. Ja? Wenn dieses Ding mhm. fällt, durch einen Terroranschlag, durch whatsoever. Wahrscheinlich werden sie so drehen, dass ein Komet ein, ein runterfällt. Ha! Wir schreiben das <laughs> nur fürs Protokoll 19.12.2018. Ich sage, es muss ein Komet sein. Dann können sie sagen so, oh, das ist ein Gotteszeichen. Es kann ja, sonst ja. nicht sein, sonst hättest du instant Krieg auf der ganzen Welt, ja. Aber die gehen auf jeden Fall in die Richtung. Und die kriegen, Aber das ist ja schon nicht so, dass das nicht ihren Plan ist, so ist, aus dem Chaos eine neue Ordnung zu kreieren, ne? Auf alle Fälle. Hm. Und das Ding ist ja, was es einfach interessant macht, weil bei dem der Economist 2019 Cover sind ja die vier apokalyptischen Reiter drauf. Ja. Und wenn man auf Wikipedia schaut, steht dann drinnen. In der Vision des himmlischen Thronsaals wird Johannes ein Buch mit sieben Siegeln gezeigt, das zu öffnen weder ein Mensch noch ein Engel, sondern nur das Lamm Gottes für würdig erachtet wird. Der Ausdruck Lamm bezeichnet in der Offenbarung Jesus Christus. In Offenbarung 6 beginnt das Lamm mit der Öffnung der Siegel. Ja. Bei der Öffnung der ersten vier Siegel erscheint jeweils auf den Ruf: Komm, ein Reiter und sucht die Menschen mit seinen Geißen heim. Und beim Esenreiter steht die weiße Farbe des Esenpferdes, symbolisiert der Sieg, Reinheit und Gerechtigkeit der Kranz des Reiters gegen das Siegeskranz. Hm. Ja, ich schaue gerade den Wikipedia-Artikel, weil da sind eben diese sieben, sieben Siegel. Da steht, beim Öffnen der ersten vier Siegel werden nacheinander vier apokalyptischen Reiter auf der Erde losgelassen. Das fünfte Siegel lässt unter dem Altar die Seelen der Märtyrer sichtbar werden. Diese verlangen Vergeltung für ihren Tod. Das sechste Siegel lässt die Erde beben. Die Sonne färbt sich schwarz. Der Mond wird wie Blut und die Sterne fallen auf die Erde. Es wird daher oft bereits als Zeichen des Weltuntergangs gedeutet, aber auch als Zeichen für die Errettung der von Gott gerechten. Das siebte Siegel ist schließlich das definitive Ende der bisherigen Welt. Sie wird durch sieben Engel mit Posaunen und einen acht, achten mit dem Rauchfass verheert. Und das, boah, es ist einfach so, ich will dazu einfach noch nicht, noch nicht so viel sagen. Aber ich habe da auch ein Buch neben mir liegen, weil ich mich sehr irgendwie in letzter Zeit mit diesen apokalyptischen Geschichten befasse. Und es, ich habe da ein Buch von The Flood Myth ergattern können, gebraucht, eBay, ganz günstig, mittlerweile kostet es 200-300 Dollar, wo halt der, ich habe es noch nicht wirklich durch, bin noch nicht dazu gekommen, aber diese kataklysmischen Events, die alle, besch alle beschreiben, sind alle quasi ident. Es sind immer dieselben Rahmenbedingungen, es sind immer dieselben Dinge, die passieren. Es hat immer mit Kometen zu tun, mit Vulkanausbrüchen, mit viel Wasser, mit Erde mit, dass die Gestirne herunterfallen, beziehungsweise anders dann stehen, nach einem Shift einfach der Erdachse mit einem alten Polarstern, genauso wie die alten Pyramiden anders ausgerichtet waren, oder manche davon anders ausgerichtet waren, nämlich beim vorigen Zyklus, und es ist wirklich einfach ein ein Zyklus, und ich weiß nicht, wie lange uns also ich, ich glaube, wir werden das noch alle, alle erleben. Dass das mehr und mehr mhm. in diese Richtung geht, weil ich kann dir sagen, was die, was die, was die Posaunen sind. Ja? Die Posaunen sind, sind diese Strange Sounds 2018. Kennt ihr diese Videos? Jumpstart in the Sky. Ja. Copy Link Location. Ich schicke euch das nur, nur kurz. Weil das ist das, wo ich, wo ich mir denke, das müssen die Erdkrusten sein. Oder ich weiß nicht, was es genau ist. Ups, das ist es. Ich meine, es gibt da viele. Es kommen. Wo ist es denn? Ich meine, ich habe das. Ich meine, manche Sounds können Flugzeuge oder was anderes sein. Das ist auch nicht vielleicht jetzt das beste Video. Aber es geht ja in diese das Richtung. Was zum Beispiel? Na komm. Jetzt wartet man. Er stellt uns auf die Probe. Ich glaube, dass, dass das, was die Leute gehört haben, die Erdkrusten waren. Oder halt die Veränderungen. Auch die ganzen Sinklöcher, die überall aufgehen auf der Welt, ja. Es werden mhm. überall reißt, reißt der Erdboden auf. In Afrika ist der Riesenriss, glaube ich, entstanden, oder? Riesenriss, Kontinente entsteht ein neuer Kontinent. Weißt du, da, da reißt die, die Erde auf und, und wandert immer schneller und immer mehr. Also da wird sich auch einiges, ja. Ich, ich will dazu noch nicht wirklich viel sagen. Ja, schauen wir mal. Ich denke mal, schauen wir mal, wenn der Trump, weil er möchte, die nächsten zwei, drei Monaten, vier Monaten, also nächsten, 2019, möchte er den Friedensplan für den Mitteln Osten mhm. ja, preisgeben, was ja auch der Stütze von Kushner ist. Kushner gehört ja aber auch zum Mohammed bin Salman. Also, die sind ja extrem befreundet. Ja. Und das Dreieck geht aber nachher auch zu Benjamin Blümchen. <laughs> Von Israel, also unser Benjamin Netanyahu. Und wenn der Frieden dann jetzt wirklich einfach auftritt, weil sie dann Peace oder einfach diese Ruhe wieder reinbringen, ich nenne es mal, mal Ruhe mhm. äh, im Nahen Osten, und dann ein, eine Aktion beitritt, was zu diesem Tempel führt, ist es eigentlich genau das Spiel, was gespielt wird. Es gibt zuerst Ruhe, es gibt Frieden, und das im Frieden, erst steht dann wieder ein Chaos. Ja. Und dann spielt der Bild Aber pff, Schau mir mal. Du, es geht sogar so weit, dass die Amerikaner oder der Trump hatte die ganzen Finanzspritzen für die Palästinenser eingestellt vor ein paar Monaten. Und diese Gelder haben sie jetzt angekündigt, werden sie für eine Stiftung oder für, für eine Organisation zur Verfügung stellen in Israel, die den Menschen in Palästina, sie sagen quasi, hey, wollt ihr euch nicht einfach verpissen? Bitte, wir geben euch auch Geld als Gegenleistung, damit ihr dort ein neues Leben führen könnt, irgendwo anders. Jetzt versuchen sie es rauszukaufen. Orga-Ansatz ja, eigentlich, wenn du es so denkst, weißt du, von wegen, hey, da, ich, was, die muss man sich im Detail anschauen, ja? das ist noch nicht rausgekommen, ja, es wie gibt, gibt, genau sie das genau machen richtig. wollen, aber so von wegen, hey, wir werden es da eh noch unterdrückt, der fühlt sich eh nicht wollen, wollte euch einfach nicht vertüdeln. Das ist. Das das, finde, der, Sohn, der, der Sohn wurde ja gesperrt der, von Benjamin Netanyahu, der Sohn, der Chair, wie der heißt, ja, auf, auf Facebook oder irgendwas, gell? Ja, weil er genau diese Außengröße tat, dass einer die, Muslim, die Muslimen von Israel verschwinden sollten oder andere Aussatzweise und er wird dann die grobe Revolution, also eigentlich sozusagen eine ethnische Säuberung, fast sozusagen. Ne? Ja, 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 ja. gut, das haben sie ja auch mit den, haben sie es mit den Juden nicht, nicht ähnlich gemacht? Haben nicht, hat nicht England und, und alle anderen den Juden viel Geld gegeben? Die, die Rothschilds, Rockefellers und Co. Ihnen viel Geld gegeben, damit sie sich erst dort unten ansiedeln? Ja, das war, ein das Support, war ja also. ist ja nichts ja. Schlechtes, sage ich jetzt mal in der Hinsicht, aber es wird auf jeden Fall einen Impact haben. Was ich halt so interessant finde bei dieser Jerusalem-Story, es gab da einen schon 2011, ich weiß nicht, ob ihr dieses Video kennt. Kennt ihr diese U-Versichtung beim Tempelberg? Kennt ihr das? Ja, äh, was, ich selber schon. Ich ja. kenne es im das? Chat? Ich kenn's noch nicht. Es gab 2011, gab es eine Ufosichtung genau über den, dem Gebäude, einfach dort mit der, mit der Kuppel. Und bei dem Heiligtum. Und es gibt vier oder fünf verschiedene Kameraperspektiven, die das zur gleichen Zeit aufgenommen haben. Oh, warte, ich poste euch das aber wieder in das habe ich das schon dicht gemacht jetzt, in das Watch Together rein. Das also war 2011, am 28. Jänner. Hat sogar in den Medien in Jerusalem ja, Und nicht Vorsprung ist. Aber das ist halt der, der Lichtpunkt oben und das ist eine dieser Perspektiven und das sehen halt die, die Menschen und nehmen das auf. <laughs> What the fuck? Also die Kameras in der Nacht schlecht, alles geht nicht, aber der Licht ist keines eindeutig zu erkennen. Und jetzt passiert dann gleich was.

Ist da noch der Punkt. Wow. und zack, weg ist es. Und du siehst dann drei, drei Punkte am Himmel, die rot leuchten. Man erkennt es nur ganz, ganz schwer. Die Qualität von dem ein ja. Video dürfte auch schlechter sein. Und es gibt halt vier verschiedene Perspektiven. Das war eine andere Perspektive. Ik een heb... ja. hey, ufo! Is Holy shit! Oh, is cool! Je <laughs> kunt <You laughs> almost bijna niet at them. We hebben ze in Mississippi gezien, maar nooit weg is het. Dan is dat de vierde Perspektive. Also die dritte. Es gibt halt verschiedenste Perspektiven, ja. Das ist auch, da kommt das runter. Und das ist eben die drei Punkte ganz leicht blinken. Wisst? Mhm. Oder die, die Punkte, was auch immer es ist, ja. Und das Ironische, da du das auch noch einmal. Was? Was? Das Ironische an der Sache ist, dass es nachweislich, weil es auch in den Medien gemacht, und es gibt nachweislich eine Videoaufzeichnung von diesem Event, die gefaked ist. Die ist wirklich gefaked. Was? Also so immer. Also quasi, es gibt ur viele Leute, die es aufgenommen haben. Die Medien haben es berichtet und danach haben es gesagt, na, es ist dieses eine Video ist gefakt von dem Ding. Ja, eine Perspektive von den anderen. Wo. Ja. Keine Ahnung, was man davon halten soll. Das war 2011 schon, ja. Und was dann ganz gut dazu passt, ist, dass der, weiß nicht, wer es mitbekommen hat, der ehemalige Leiter des US-UFO-Untersuchungsprogramms kündigt weitere UFO-Enthüllungen für 2019 an. Das ist der Typ Grenzwissenschaft aktuell hat darüber berichtet. Der Typ heißt... Elisondo deutet auch an, dass es infolge der Berichterstattung durch die New York Times und der Lobbyarbeit der To the Stars Academy um den Rocksänger Tom DeLong zu zahlreichen Treffen und Briefings hinter verschlossenen Türen des US-Kongresses, aber auch mit Politikern anderer Staaten gekommen sei. Das Interesse hier sei enorm gewesen, so Elisondo. Einige Menschen hören diese seriösen und glaubhaften Informationen zum UFO-Thema zum ersten Mal und sie verstehen erstmals, wie ernst diese Dinge genommen, we genommen werden sind genommen sind. Jenseits dessen, was sie aus Filmen und dem Fernsehen kennen, hören sie jetzt erstmals, dass sich ihr Militär und die Regierung für diese Themen wirklich interessiert. Und da war ja, dass das US-Government Footage freigegeben hat. Secret, und das ist eben der Typ. Und der ist voll auf diesen Disclosure-Zug jetzt da unterwegs. ja, Und will das wirklich... Ja, mehr und mehr rausbringen. Das ist die Aufnahme von, von der Air Force, die die auch freigegeben hat. Der Robert Fleischer hat den Typ auch bei einer Pressekonferenz ähm, kurz zum Sprechen bekommen. Und ist ein ganz ein heißes Thema. Also das, da muss man auf jeden Fall drauf schauen, was das für eine Organisation ist, was der Typ genau ist. Er ist auf jeden Fall nachweislich, hat für die CIA gekackelt. Ob das jetzt was Gutes oder Schlechtes ist. Ich denke mal halt nur, dass wir auch im, im Sinne von diesen UFO-Disclosure oder was es auch immer ist, ja ob es jetzt gefaked ist oder nicht, dass den nächsten ein, zwei da einiges auf uns zukommt. So gefühlsmäßig. Hast du denn genauer angeschaut den Typ Demi? Nee, bis jetzt, bis jetzt noch nicht. Okay. Also ich habe nur, mit, hab nur mitbekommen, dass er einige Sachen zu enthüllen möchte. Aber was jetzt äh, sein konkreter Background ist, was er ganz genau gemacht hat, habe ich momentan nicht wirklich auf dem Schirm. Ich stelle mal immer, immer die Frage halt jetzt jetzt angenommen die Regierungen generell die die Regier die jetzige Regierung oder die die Leader entscheiden okay jetzt werden wir der Welt sagen, dass da noch mehr ist. Wie es das denn machen? Es ist so schwierig. Soll ich da Trump hinstellen und sagen, ja, grüß euch, we have been working with aliens they are great aliens, they are so such good, great aliens, oh, I love them. Soll er das so auf seine Art machen? Oder wie wird das dann passieren? Ich glaube, dass die Regierung selbst das nicht wirklich machen kann, dass es irgendwie eine Institution oder irgendwelche Insider geben muss, die häppchenweise, das sagt er auch in einem, einem Ding, er sagt, diese Dinge müssen häppchenweise verarbeitet werden, weil das die Leute sonst gar nicht checken würden, weil sonst rauscht das vorbei. Ja, das denke ich auch, dass äh, die Leute heute so viele Informationen bekommen, dass es einfach mal so an den vorbeigeht. Ja, ja. Und ich glaube, das ist das, ist, das ist, das ist das, was ich halt mit hektisch meine. Stelle die nächsten fünf Jahre, ne? So von wegen Barts, Elektroautos, zack, künstliche Intelligenz, zack, VR, zack, Klimaschießel noch dazu. Zack, ah oh, ja, und übrigens, UFOs sind real. Und zack, eine neue Art von Terrorismus. Und zack, Meteorikommen auch runter und müssen und schützen. Und, und Planet 9 haben wir auch gefunden. Und. Unser so Geschichte. Ich glaube, das wird gut zunehmen. Ich bin urgespannt, was das nächste Jahr bringt. Es wird ein sehr, sehr, ja, sehr, aber sehr was, wichtiges. Aber, aber was davon wird jetzt äh, tatsächlich einen Impact haben auf dein persönliches Leben? Naja. Hm. Wird das einen Impact auf dich haben, äh, dass es. Äh, noch Leben außerhalb von unserem Planeten gibt? Naja, im, bei mir speziell schon, weil ich dann andere Videos machen werde. <laughs> Aber ich sage mal, gerade noch die Kurve kriegt. Uh. Aber <laughs> für jemand anderen, ja, ich so also wie mit allen Themen, weißt, lange Zeit nicht und irgendwann einmal wird's so warm unter den Füßen, dass auch du einen Schritt zur Seite gehen musst. Es ist halt immer die Frage, inwieweit die Menschen psychisch überhaupt diese Weltbilder, die sie hatten, erweitern können. Wenn Man stelle sich mal wirklich vor, ja. Jetzt angenommen, die Regierungen sagen morgen oder morgen um 20 Uhr so, jo, und da sind Außerirdische und sie sind da. Was, was glaubst du, dass da los wäre? Alleine, das ist wie bei VD-Besucher bei der Serie, wo sich plötzlich Unterterroristengruppen bilden, die sagen: Nein, nicht die bösen Aliens sondern der kind und attackieren die Regierung und ja. Hat viel Potenzial auf jeden Fall. Ja, wir haben hier momentan genau das gleiche mit den Flüchtlingen. Ja, eh? äh, das ist ja nichts, das ist nichts anderes. Die einen sagen Refugees welcome, die anderen sagen Refugees House. Ja, ja genau, so, so die Außerirdischen, die uns seit Millionen Jahren vielleicht beobachten, denken sich so, na, dort sind wir nicht willkommen. Okay, wir fliegen doch weiter, wir kommen in 10.000 Jahren wieder. <laughs> ja, das war die Zigarette, <laughs> die an uns vorbeigeflogen ist. <laughs> Ich glaube, das wird alles parallel passieren. Diese ganzen, das wird alles zeitgleich passieren. Auch zu Entdeckungen mit Pyramiden und Ägypten und so von den neuen Realisierungen, ja. Dass es nur Aber eine Thomas. ganz einen wenigen Prozentanzahl gibt, die dieses ganze Weltbild updaten können. Sprich? Aber du glaubst, glaubst du wirklich? Ja? Also das Ding ist ja, wenn du, wenn du die ganzen jetzt zum Beispiel diese Priester äh, aufdeckereien jetzt mit den den Finanzminister den wir jetzt vorhin nicht gezeigt haben ja, oder ja ja und trotzdem also ich weiß nicht wie viele Leute das jetzt auch mitgekriegt haben jetzt von der Außenwelt oder mit unseren Mitmenschen was das überhaupt heißt aber irgendwie dieser diese sogenannte Aufschrei, diese 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 Paffheit ist irgendwie nicht so da dass ich denke so wow okay Finanzminister Vatikan ne ist ja nicht so, dass es jetzt einen riesen Aufruf gab. Ich glaube, weil wir abstumpfen mittlerweile. Ich, ich denke es auch, weil jetzt, das oh, krass ist jetzt aber, dass ich das erwähne, ist, dass jetzt ich gerade reingekommen habe, dass bei diesen Illinois äh, Catholic Church in Amerika mhm. ähm, ist jetzt gerade, ist vor kurzem reingekommen, dass über 500 Priester äh, sozusagen gedeckt worden waren, äh, die mit diesen sexuellen Missbrauchen zu tun haben, die die ganze Zeit geschützt worden waren. Man könnte fast meinen, das Ganze hat System. <laughs> äh, äh, what? <laughs> also hm. ne? Und dann denke ich mir so, ich denke, wir sind einfach so überfordert oder, oder auch so ja abgestumpft, es gesagt, jetzt müssen wir es gar nicht mehr verstehen, mhm. was das überhaupt heißt. Ja, 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 ja. Und oh. Illinois Sex Abuse Investigation finds Catholic Church withheld names of at least 500 accused priests. 500! Das sind fünfmal so viel wie, wie jetzt Leute zuhören bei uns. Wahnsinn. Wahnsinn. Und jetzt ist das kommen, oder was? Naja, vor kurzem. War sechs Minuten. <laughs> auf ABC. Ja, es bricht. Es bricht. Also wir werden... Ich, ich bin gespannt. Ich würde es mal... Ich, ah, ich weiß es nicht. Es hat viel Potenzial. Es kann wirklich, sage ich mal, sehr gut ausgehen. Ich bin nur sehr vorsichtig. Ich bin nur sehr vorsichtig. Na gut, na gut. Um eine positive News reinzubringen und das auch für heute <laughs> mal ein bisschen abzu abzuschließen, ist diese Nachricht: Beim Spielen spielen Elterngehirne die ihre Kinder. Sie haben jetzt herausgefunden, dass, wenn die Eltern mit ihren Kindern spielen und, sag ich mal, selbst ihr inneres Kind rauslassen, dass die Gehirnströme der Eltern sich an die Gehirnströme des Babys anpassen. Wahnsinn! Wahnsinn! Ich meine, wir wissen ja schon länger, dass, wenn zum Beispiel Leute gemeinsam musizieren oder jammen oder sowas, dass ab einem gewissen Zeitpunkt ihre Gehirnwellen, wenn du sie alle misst, wenn die gemeinsam musizieren, dass sich die Gehirnwellen synchronisieren gemeinsam. Das heißt, sie senden gemeinsam dieselbe Frequenz und fühlen sie, haben gerade dieselbe Empfindung, dieselbe Frequenz einfach. Ich finde das so arg. Und jetzt, das ist so, sie wissen ja das noch gar nicht. Die Forschung ist da noch nicht einmal wirklich weit. Und das Ganze funktioniert mit diesen, wir haben schon einmal damals mit dem, mit dem Doc darüber gesprochen, über diese Spiegelneuronen im, im Gehirn. Hm. Und was mir jetzt gerade erst kommt, ich teste das immer am, am Theo aus, also testen. Wenn du gehst, triggern ja die Spiegelneuronen und du gehst mit. Oder wenn du halt den Akt des Genens siehst, ja. Macht es noch nicht, also Monat Nummer vier, und ich kann sagen, ich glaube, dass seine Spiegelneuronen noch nicht funktionsfähig sind oder zumindest nicht beim Genen. ja, weil er gähnt nie, er hat noch nie mit uns mitgegähnt, aber dennoch so in die andere Richtung geht's, weißt du, so vom die, die Frequenzen, die das Baby in ihr in seiner. Boah, unbewerteten liebevollen erforschenden kindlichen reinen art ausstrahlt hat einen impact auf die gehirnwellen der eltern und ich glaube nicht nur auf eltern deswegen sagt mir immer es quasi bring ein kind das gut drauf ist und lacht in einen raum wo lauter oder in die u-Bahn und du kannst du kannst nicht anders du musst mitlachen. du bist kurz synchron mit der frequenz ich finde das voll faszinierend das voll und das faszinierend. zeigt ja nicht auch wieder wie wie alle zusammen eins sind. Und Krass, oder? Wie sich eigentlich... Ja. Wir sind wie die Radioantennen, die versuchen, es gemeinsam auf dieselbe Frequenz sich zu tunen. Und hm. so leid mir irgendwie tut. Wir tun, wir, wir, wir pff, da, da dreht man gerade den Spiel richtig, wie man den, den Solarplexus, wie man den Magen umdreht. Wenn ich so rausschaue, Stichwort gelb West und so weiter, wir sind es nicht. Wir sind es nicht, weißt, alle, alle haben wie irgendwie ein Ziel vor Augen und kämpfen dafür, aber dennoch ist es nicht so, dass die gemeinsame Frequenz, es fährt jeder nur auf seiner auf seiner Eigenfrequenz. Oder ein Großteil nach wie vor. Hm. Es gibt, das sind so, so Sachen, das gibt mir richtig ein Schmunzeln ins Gesicht. Trotzdem oh. mit dem allgemeinen Knammer-Schlammer-Schlechtes-Zeugs, Schlammer, was mir auch geht von oder nicht so positiven Sachen gelesen haben. Und wenn ich solche Sachen sehe, dann habe ich es auch gerade direkt hier gepostet, Tom, mit dem Kind. Nicht nur, weil du einen kleinen Sohnmann daheim hast. Und es gibt ein Lächeln, das ist unglaublich. Ja, ich, äh, ich, ich versuche noch immer zu verstehen, was, was es ist am Baby. Also es ist wirklich so, egal wie müde ich bin und wie übernachtig ich bin, wenn der, wenn der mich anschaut und grinst, gibt es mein gutes Gefühl. Und es ist nicht nur. Natürlich verstärkt beim eigenen, ja, aber auch bei Babys generell. So werdet wie, wie die Kinder. Wir haben... Es ist schade, dass wir oder ich, ich kann nur von mir reden in der Hinsicht, es verlernt hat, so zum Strahlen innerlich, wie man ist. Und im Endeffekt liegen da dicke, dicke, schmerzvolle Glaubenskonstrukte, Denkwege, die, die einfach dieses innere Strahlen oder das innere Licht und dieses... Dieses, das ein Babylachen ist, einfach riesengroße Augen und einfach nur fetter Energiestrahl und wir tun uns irrsinnig schwer, das irgendwie auszuleben, weißt du, von wegen, was mhm. sollen die anderen von mir denken oder was, ich traue mich da nicht über die Hürde, ich traue mich das nicht aussprechen oder wenn ein Kind sein Lachen nicht ausleben durfte, weil der Papa gesagt hat, man lacht nicht bei solchen Dingen und er irgendwie sowas weiß, das ist so, wir sind so psychisch am Sand, wir sind psychisch alles so am Sand und, und checken es gar nicht und das hat weniger mit Politik zu tun oder mit, mit dem Gelbwesten oder mit das alles, das alles, was da bei uns, meiner Meinung nach, das alles, was wir, dieses Chaos, was wir in dieser Welt erkennen, ist unsere eigene ist unser eigener Dreck, der in unserer vor unserer eigenen Haustür liegt, in Wahrheit. Das ist eine Widerspielung von uns selbst, wie wir, wie wir uns von uns selber halten. Ja. ja. Und das ja. widerspiegelt sich dann in der Außenwelt. Ja. Es stimmt, da ist Wurst, das finde ich jetzt, nehme ich jetzt persönlich, oder? Es gibt eine Studie, die sagt, es ist Warte, nein. Kalimero war das Haare sind top Antennen. Die Amis wissen, dass durch ihre Indianer-Vietnam-Truppe haben allen die Haare kahl geschoren und die Indianer haben ihre Hell Hellsehigkeit verloren gehabt. Ich habe eine Glatze. Wie darf ich das jetzt werten? Ich kann dir nicht zustimmen. Ja, ich kann dir nicht zustimmen. Ist es platzistisch? Na, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich meine, äh, da kann ich. Ich wehre mich einfach dagegen, okay? <laughs> Jetzt hat so, der Kali der den Tom getriggert. Ja, wir, ja, 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 Ich stehe zu, steh zu meiner Haaren auch. Wobei Haare sind ja. Ja, okay, lass, lass mal dieses Haarthema. <laughs> Aber Boah, ich kann es bezeugen: der Thomas pflegt seine Glatze. also. <laughs> <Von dem> <lacht> <lacht> Keine weiteren Details dazu, okay? Nein, nein, nein. Das seht ihr <laughs> nur bei Plus-Abonnenten <laughs> bei uns auf der Homepage. Wollt wir nicht irgendwann mal einen Tom -Who knows Beauty Channel machen? Einen was? <laughs> einen Tom Hono's Beauty Channel machen? Mit oh, Fegel das wäre fein. Für die Glatze. Das wäre fein. Das wäre fein. <laughs> Wobei ich, äh, wenn ich mir den Namen Kalimiro so anschaue, äh, kennst du noch den Kalimiro aus dem äh, Zeichentrickfilm? Sicher. Mein Name mit mit ist der, so, ein Vogel, der, ja, ja. so eine äh, Eierschale auf dem. Ja genau der immer abnehmen musste wenn er sich aufgeregt hat weil es dann zu überhitzt war genau ja ja, ja. <lacht> <lacht> na Gott sei Dank ist es noch nicht so weit ist es noch nicht so weit aber weil du Du hast mich darauf auf was Luca weil du meinst ähm, diese Beauty Videos können sie uns am Premium Bereich anschauen ich möchte nochmal an der Stelle weil wir kommen jetzt langsam zum Schluss ich möchte nochmal an der Stelle mich bei, bei allen Supportern bedanken die die uns supportet haben in den letzten Monaten. Ich werde ein, ein extra Video noch dazu zu machen beim Jahreswechsel. Also Rene Konrad, Mike Angermüller, Georg Stiefelmeier, Jan Reichenbach, Marcel Lombardi, jetzt nur diese zu nennen. Wir sind euch wirklich sehr dankbar, dass ihr uns auch finanziell unterstützt. Und speziell natürlich an unsere Mitglieder bzw. die HUNOS Supporter, die uns monatlich mit einer kleinen Geldmenge unterstützen. Für die Menschen, die es noch nicht wissen, weil es dürfte immer wieder untergehen, genauso wie beim News-Ticker, wir, ha wir haben unsere ganzen, also zwei von vier sind jetzt schon mal online von unserem Hunos-Kongress von diesem Jahr, haben wir unsere hunos world gegeben. Also für Premium-Member, wenn ihr so wollt, für hunos supporter fördermitglieder habt ihr einen, habt ihr mehr Content als auf dem, auf dem YouTube-Kanal. Wir werden die Videos natürlich alle auch veröffentlichen, sage ich einmal, for free, aber es ist... Wir müssen auch irgendwie eine Möglichkeit finden, um zu überleben und uns, uns Equipment anzuschaffen. Die Serverkosten, wir zahlen 50 Euro allein für die Serverkosten pro Monat, um das auf unserem Server zu warten. Die, die Lizenz von Adobe zum Schneiden der ganzen Videos ist auch nochmal 38 Euro. Da haben wir schon den NGO-Support. Also herzlichen Dank für eure Unterstützung, das, weil sonst rattern wir alle ins Minus und es ist, ja, was soll ich euch sagen? Es würde mich freuen, wenn ihr uns weiterhin unterstützt und. Ja, danke einfach. Wirklich, wirklich, wirklich danke an der, an, von meiner Stelle aus. Und wenn ihr uns in irgendeiner danke, anderen... Aus. Ja, danke, danke. Und wenn ihr uns irgendwie in einer weiteren Form unterstützen wollt, sei es aktiv am Team mitzuarbeiten, sei es Übersetzungen oder wenn ihr irgendwie, wenn es irgendwie in dir dieses Bauchgefühl ist, dass ihr, dass ihr irgendwie die Intention habt, helfen zu wollen oder mit uns in Kontakt treten wollt, ihr findet uns unter discord.hunos.me, Das ist unser Discord- Server oder ihr schreibt einfach eine kurze Mail an help.hu Einfacher wäre es fast, wenn ihr ins Discord kommt, weil da kann man gleich direkt callen, wenn es irgendwie was Wichtigeres ist. Und ja, wird das Team größer, größer, größer. Meine Lieben, ich glaube, wir, wir lassen es gut sein. Was gibt es sonst noch zu sagen? Wir, es ist gerade im Entstehen, dass wir am 28. Wenn mich nicht alles täuscht. Nächste Woche Freitag, mit Luca bei euch. Wird es gehen abends, 20 Uhr? Hättet ihr da Zeit? Habe ich euch noch gar nicht gefragt. <laughs> Dann wird es jetzt Zeit. <laughs> ich nehme das mal als, als Ja hin. Dass wir gemeinsam mit Radio Emergency, ich habe da mit dem Deckel gesprochen, dass wir, dass wir, ich glaube, der Fico ist auch dabei, dass wir eine Art Jahresrückblick mal gemeinsam machen. Der Frank, was ich weiß, ist da nicht dabei. Bei, der ist irgendwie, hat leider, oder leider, hat halt famili familiäre Verpflichtungen. Aber würde mich auf jeden Fall freuen. Das heißt, wir haben nächsten Freitag auf jeden Fall einen Livestream Radio Emergency und Who Knows zusammen. Da schickt man aber dann noch Infos raus. Wir haben nächste Woche, Freitag, den 26. Sind wir noch am Schauen, ob es einen Interviewpartner gibt oder ob man nicht einfach ein Video releasen. Es wird auf jeden Fall am Mittwoch etwas kommen in der einen oder anderen Form, Mittwoch 20 Uhr. Und ja, wenn ihr... Habt ihr noch irgendwas, Demi, Luca? Abschlusssätze sozusagen? Nee, für heute nicht mehr. Wir haben jetzt... Äh fast dreieinhalb Stunden Ach, du durchgesprochen. Okay, ja. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Es ist Zeit. meine Zeit Lieben, für Feierabend. Zeit für Feierabend. Meine Lieben, ich danke euch fürs, fürs Zuhören, für eure Unterstützung. Wenn, ich, wenn ihr uns unterstützen wollt, help.hunos.me könnt ihr das Ganze machen. Oder eben help.hunos.me für eine E-Mail. Und ich wünsche euch. Ja, wir sehen uns. Ja, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Wir werden uns nicht mehr hören, wir werden uns nicht mehr sehen. Wir haben nächsten Stimmt. Montag... Verdammt, da kommen ja Weihnachten dazwischen. Wir hören uns gar nicht mehr. Also ich wünsche euch allen da draußen viel Geschenke unterm dem Grießbaum, besinnliche, streitfreie Zeit mit euren Liebsten und Spaß beiseite. Schaltet einfach ab wieder. Schaltet am besten das Internet und versucht das Handy ein bisschen zu meiden, bis Heiligabend und dass wir alle ein bisschen runterkommen. Wir werden die Ruhe auf jeden Fall brauchen, weil es wird in einem genauso schnellen Tempo 2019 weitergehen, wie es jetzt sein Vater aufgenommen hat. Und da brauchen wir einen kühlen Kopf und emotionalen, emotionale Ausgeglichenheit, sonst werden wir alle gemeinsam dieses Thema nicht tragen können. Gut, mein Lieben, Dimi, herzlichen Dank, Luca, alles Liebe. Ich wünsche euch allen frohen Weihnachten da draußen, Merry Christmas, Happy New Year und bis nächsten Mittwoch. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Oh, Weihnachten, night, good night Good night, good fight Wake up inside And free <sighs> your mind Inspired about the me and the you Truth. Information Connect the dots the Big picture Conscious Who knows